Good evening, everybody. Im Namen der Projektkoordination des Projektes Stadträume darf ich Sie herzlich zu unserer öffentlichen Abendveranstaltung Vergleichende Geschichts- und Erinnerungsarbeit in Europa, Möglichkeiten und Grenzen willkommen heißen. On behalf of the Project Coordination of the Project Urban Spaces, I'm very glad to welcome you to our public event, also virtual, comparing historical and remembrance work in Europe. Opportunities and also borderlines. I'm very happy that you all came here and I would like to welcome some very special guests. Ich freue mich, dass ihr alle hier seid und begrüße einige besondere Gäste. Ich freue mich, dass als Vertreter der Landesregierung des Landes Brandenburg der Abteilungsleiter Rainer Kneifel-Haferkamp aus dem Ministerium für Finanzen und Europaangelegenheiten und dort der zuständige Abteilungsleiter für Europa-Angelegenheiten heute Abend zu uns gekommen ist und auch ein Grußwort zu uns sprechen hat. Und wir freuen uns ganz besonders, dass auch die Stadt Potsdam, die uns hier ja in unserem Workshop hostet, uns auch offiziell begrüßt. Und ich begrüße den Dezernenten der Stadt Potsdam, Herrn Dieter Jetschmanek, der ebenfalls uns begrüßen wird. Ich begrüße unseren Impulsgeber ganz herzlich, Herrn Konrad Schäpe. Dr. Konrad Schäpe von der Universität Viadrina, der Europa-Universität in Frankfurt-Oder. Und ich begrüße alle Vertreter unseres wissenschaftlichen Beirats, die wir nachher noch in die Pflicht nehmen werden, mit uns zu diskutieren. So, I heartily welcome as a representative of the State of Brandenburg from the Ministry of Finances and European Affairs, the Division Head for European Affairs, Rainer Kneifel-Haferkamp, and as a representative of the city of Potsdam, which is hosting our conference here, the executive Dieter Jetschmanek. A very warm welcome, and a special welcome, of course, to the person who is giving us some impulses for the discussions, which is Dr. Konrad Schäpe from the European University Viadrina in Frankfurt-Oder. And he gives some ideas and which gives us the opportunity to discuss with our scientific board, which will be present tonight. For the program tonight, we plan to have a short brief welcome speeches by the state of Brandenburg and the city of Potsdam. Then Guido von Büren will give an overview about the project, and then Wolfgang Hasberg will lead over to the next topic, first the impulse of Dr. Konrad Schäpe and then the discussion. So I hope that we will have a fruitful evening tonight. Zum Ablauf heute Abend, wir werden zunächst zwei Grußworte hören, der Landesregierung und der Stadt Potsdam. Anschließend wird Guido von Büren das Projekt kurz nochmal darstellen, um es in einen größeren Zusammenhang zu bringen. Und dann beginnen wir mit der Diskussion, eingeleitet und moderiert von Wolfgang Hasberg, mit den Impulsen von Konrad Schäpe und dann den Beiträgen unseres wissenschaftlichen Beirats. Ich hoffe, dass wir eine sehr fruchtbare Diskussion haben werden. Wir werden versuchen, das mit der Sprache halbwegs zu regeln. Es wird nicht so sein wie jetzt, dass immer komplett Englisch oder Deutsch stattfindet, aber wir werden zeitweise kleine Zusammenfassungen in der jeweiligen Sprache machen und im Rahmen der Diskussion wird die Frage in der Sprache beantwortet, in der sie auch gestellt wird. So, regarding the language, this is always a topic, as you know, we are trying to do short summaries of the speeches which were held, and in the discussion we will answer in the question in the language the question was asked. So have a nice evening. Thank you for coming, and I would like to ask the representative of the city of Potsdam to welcome us first. Okay. Down over here. You allow me to sit down then? Aber ab jetzt werde ich auf Deutsch sprechen, weil wenn das okay ist, dann bin ich nicht darauf vorbereitet. Ich hoffe, dass das für Sie in Ordnung ist. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in der Landeshauptstadt Potsdam. Und ehrlich darf man als Vertreter einer Institution immer sein. Ich freue mich. Hier sehen Sie Tobias Bülow, sein Kollege von mir, der einen wesentlichen Teil der Rede geschrieben hat. Ich finde, man sollte sich nicht immer mit Dingen schmücken, die man dann am Schluss auch nicht selbst gemacht hat. Aber ein paar Dinge will ich gerne auch persönlich ergänzen. Jetzt muss ich die Brille wechseln, sonst kann ich nur schlecht tun. Sie haben sich mit dem Kongresshotel am Templiner See einen höchst passenden Ort
für Ihre Tagung ausgewählt. Dem einen oder anderen mag die ungewöhnliche Form des Kongresshotels bereits aufgefallen sein. Dies erinnert an die hiesige Luftfahrtgeschichte. Sie befinden sich nämlich hier an einem Areal, das 1911 zu einem Luftschiffhafen entwickelt und auf dem 1912 die damals größte Luftschiffhalle Europas errichtet wurde. Im Ersten Weltkrieg wurden hier Luftkriegsschiffe setzte nach dem Ersten Weltkrieg dem Deutschen Reich zunächst der Luftschifffahrt und dem Flugzeugbau ein Ende. Die Luftschiffhalle wurde abgerissen, das Areal zu einem Land- und Wassersportplatz entwickelt. Bauten der Moderne entstanden hier auf dem Areal. Sie befinden sich also somit an einem wichtigen Bezugspunkt der Moderne der Stadt Potsdam und ihrer Stadtentwicklung, in der, ne, ein bisschen fällt es mir ja schwer mit dem Begriff, in der Zwischenkriegszeit, wie wir sie offensichtlich im Moment definieren, befinden wir uns hier. Mental war Potsdam jedoch zwischen den großen Kriegen des 20. Jahrhunderts in einer konservativen Geisteshaltung fest verankert. Lassen Sie mich mit wenigen Worten den historischen Rahmen Potsdams für Ihre Tagung andeuten. Der Wegfall der Monarchie begriff man hier in Potsdam eher als ein Phantomschmerz. Immerhin war Potsdam über Jahrhunderte eine Residenz- und Garnisonstadt. Beides prägte die Menschen und hielt sie obendrein in Lohn und Brot. Noch bis in die 1930er Jahre prangten an etlichen Geschäften Hoflieferantenzeichen, die für exklusive Qualität warben, denen aber natürlich der eigentliche Lieferant längst abhanden gekommen war. Die historischen Traditionslinien von Hohenzollernresidenz und Garnison bestimmen übrigens bis heute im erheblichen Maße die Debatten um die Identität der Landeshauptstadt Potsdam. Und wenn wir auch nicht über Zwischenkriegszeit in jeder Beziehung reden können, natürlich auch die Zeit nach 1945 bestimmt im hohen Maße die Identität der Landeshauptstadt Potsdam. Das außerhalb der Rede, Herr Bülow, Sie sehen es mir nach, aber das will ich sagen, nach 1945 die Hochschule der Staatssicherheit war in Potsdam die Hochschule für Staat und Recht für Verwaltung, also die zentrale Stelle, wo es um die Ausbildung des Personals der DDR ging, war in Potsdam. Und auch eine ganz wichtige pädagogische Hochschule. Also auch das prägte uns natürlich nach 1945. Bezogen auf die Zwischenkriegszeit sind dies die aktuellen Entschädigungsansprüche des Hauses Hohenzollern. Der eine oder andere wird das vielleicht gehört haben in der Diskussion. Und die damit geführte Auseinandersetzung um die Rolle des Hauses Hohenzollern in der NS-Zeit. Leidenschaftlich wird zudem in Potsdam auch gerade im Moment um den Wiederaufbau des Turms der Garnisonkirche in Potsdam gestritten. Auch in dieser Kontroverse ist der Blick vor allem auf die Zwischenkriegszeit gerichtet. Denn gerade in der Weimarer Zeit wurde die Garnisonkirche zu einem Ort antirepublikanischer und antidemokratischer Gesinnung. Die Weimarer Republik und ihre parlamentarische Ordnung wurde schließlich, wie Sie alle wissen, am sogenannten Tag von Potsdam, am 21. März 1933, sehr symbolhaft zu Grabe getragen. Die Folgen sind bekannt. Sie mündeten in einem von Deutschland entfachten Krieg, der Europa in Schutt und Asche legte. Das war vor 77 Jahren. Meine Damen und Herren, ich denke, niemand von Ihnen, ich kann mir das zumindest nicht vorstellen, konnte sich vorstellen, dass wir heute auf dieser Tagung wieder über einen zentralen Krieg in Europa sprechen, einen brutalen Angriffskrieg mitten in Europa, in der Ukraine. Die täglichen Nachrichten und Bilder der Zerstörung ganzer Städte, die Tötung Unschuldiger und die Flucht von Millionen von Menschen machen uns fassungslos. Und wenn ich das als Vertreter einer Kommune sagen darf, für uns auch eine unglaubliche Herausforderung, innerhalb weniger Tage und Wochen im Moment bis zu 2000 Menschen in Potsdam willkommen zu heißen, unterzubringen und uns um sie zu kümmern. Wir sind unglaublich dankbar über dieses ehrenamtliche Engagement, das die Menschen hier, wie natürlich auch in der gesamten Republik, zum Ausdruck bringen. Aber das ist schon eine enorme Herausforderung. Aber sie ist natürlich banal gegenüber dem, was die Menschen aus ihren Städten und aus ihrem Land verjagt. Gerade wir Deutsche registrieren eine
derart groteske Geschichtspolitik, wie wir sie im Moment von Wladimir Putin hören, der ja den Krieg mit einem kruden Geschichtsbild von Entmilitarisierung und Entnazifizierung definiert. Gerade wir Deutsche betrachten das mit einer besonderen Sensibilität, da unsere Bemühungen seit langem darauf gerichtet sind, eine Erinnerungskultur nach demokratischen Grundsätzen, letztendlich in der Würde und Unversehrtheit des Menschen verankert, zu leben. Diese Art von Erinnerungskultur ergibt sich aus einer besonderen Verantwortung der Geschichte. Die Landeshauptstadt Potsdam, das dürfen wir durchaus mit einem bestimmten Stolz sagen, gehört zu den Kommunen in Deutschland, die sich 2014 ein eigenes Erinnerungskonzept mit Personal und Budget, ja, das gehört immer auch mit dazu, aber das ist auch wichtig, im Rahmen eines breiten partizipativen Ansatzes gegeben hat. Das war, glaube ich, ein wichtiger Punkt, gerade in so einer Stadt mit so viel Geschichte, wo Sie das Gefühl haben, jeden Schritt, den Sie machen, betreten Sie ein Stück Geschichte, in einem partizipativen Ansatz sich auf eine Grundidee eines Erinnerungskonzeptes zu verständigen. Potsdam gehörte zu dieser Zeit, 2014, zu den sehr wenigen Kommunen, die über ein derartiges Konzept für die städtische Gedenk- und Erinnerungsarbeit verfügten. Seither sind in ganz Deutschland an den verschiedensten Stellen entsprechende neue Einrichtungen entstanden. Rostock, Halle, Bielefeld, viele andere haben sich da bei uns einfach mal erkundigt, wie kann man es machen. Und in der Zwischenzeit können wir uns wieder bei anderen erkundigen, was sie gelernt haben und wie gut sie es entsprechend umsetzen. Erinnerungskulturen in Kommunen fest zu verankern, halte ich für ausgesprochen wichtig. Denn in den Städten gestalten zuvörderst Bürgerinnen und Bürger das Gedenken und setzen eigene Schwerpunkte für die Aneignung von Geschichte. Sie erzählen auch ihre eigene persönliche Geschichte ihrer Eltern, ihrer Großeltern und damit immer auch ein Stück Geschichte ihrer Kommune. Im Gegensatz zur nationalen Ebene, wo die Impulse sehr viel stärker von staatlich-politischer Seite gesetzt werden und ein ganzes Stück natürlich auch abstrakter sein müssen. Darin sehe ich einen wichtigen Wert und eine Hoffnung zugleich. Nämlich, dass unsere Städte und Regionen als Kristallationspunkte von Erinnerungskulturen einen zentralen Beitrag für unser demokratisches Grundverständnis leisten können. Weil die Erinnerungskultur machen wir ja nicht, ne, aus wissenschaftlichem Interesse, sondern weil wir daraus Schlussfolgerungen ziehen wollen, weil wir Erkenntnisse daraus ziehen wollen. Und deshalb ist es von großer Bedeutung. Und es ist auch immer wieder eine politische Auseinandersetzung. Es ist alle paar Jahrzehnte auch eine neue Interpretation dessen. Und auch der kleine Schwenker vielleicht noch, das sehen wir in der Diskussion über die Benennung von Straßennamen in Städten und Gemeinden oder im Einzelfall dann eben auch wieder der Entwidmung dieser Straßen, weil man neue Erkenntnisse über handelnde Personen gewonnen hat. Das mag man langweilig finden, aber ich glaube, das ist auch eine Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte und das gehört zur Erinnerungskultur dazu. Deswegen ist es zu wünschen und zu fördern, dass sich die europäischen Städte mit ihrer je eigenen Geschichte noch stärker vernetzen. Das tun sie hier, das versuchen sie hier, um über Europa ein festes Netz von Demokratie und Freiheit zu spannen. Gelebte Städtepartnerschaften, wir haben derer 9, leisten hierfür einen wichtigen Beitrag, ebenso wie die Erforschung des europäischen Städtenetzes als gemeinsamer Kulturraum. In diesem Sinne freue ich mich, bei Ihnen da sein zu dürfen, wünsche Ihrer Tagung bis dato und auch für das weiteren Ablauf ein gutes Gelingen und freue mich jetzt auf die Worte des Kollegen und auch die Diskussion heute Abend. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Guten Abend, meine Damen und Herren. Good evening, ladies and gentlemen. Bonsoir, messieurs, dames. Witamy bardzo serdecznie, państwo. Ich habe die große Freude, Sie heute Abend im Namen des Ministeriums der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg hier begrüßen zu können. Ich habe mich gefragt, als ich die Einladung bekam und auf das
Herr von Bühren hatte mir netterweise auch ein bisschen was über das Projekt geschickt. And I did ask myself, isn't it 1 month after the Russian invasion to Ukraine, a kind of frivolous luxury to talk about urban spaces and in the interwar period? Und ich muss sagen, ich kann Sie nur beglückwünschen zu diesem Projekt, zu diesem Austausch zwischen 8 europäischen Städten und zu diesem Blick, diesem gemeinsamen Blick und dem unterschiedlichen Blick in die unterschiedlichen Vergangenheiten. Und immer noch die Frage, können wir uns das eigentlich heute leisten? In meiner Arbeit, wir beschäftigen uns, wenn wir uns nicht beschäftigen mit der Frage, was machen wir mit unseren russischen Partnerschaften, dann beschäftigen wir uns intensiv seit vielen Jahren mit der Frage, wie kommen wir zu einer Verbesserung der brandenburgisch-polnischen Beziehungen, der Beziehungen zu unseren Partnern auf der anderen Seite von Oder und Neiße. Das ist sehr gegenwärtig und, wenn man so will, auch ein bisschen zukünftig. Aber die Vergangenheit begegnet uns auf Schritt und Tritt. Der Kollege Jaczmanek hat über den Luftschiffhafen gesprochen. Ich bin hier das erste Mal gewesen am 3. August 1991. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen mit dem Zug hier angekommen ist oder mit der Straßenbahn. Ja, das ist ein recht verlassener Ort außerhalb des Hotels. Das wird sich bald ändern, ich weiß, das ist auch gut. Als ich hier ankam, 1991, war das ein relativ belebter Ort, zwar weit außerhalb der Stadt, aber es war der Hauptbahnhof von Potsdam. Und dieser Hauptbahnhof von Potsdam war westlich der Stadt. Ich kam von Schönefeld, vom Flughafen. Der war deswegen westlich der Stadt, weil durch West-Berlin keine Züge fahren konnten. Deswegen fuhren sie um die Stadt herum mit dem sogenannten Sputnik, wie ihn der Volksmund nannte. Nur ein kleines Beispiel. Und die Vergangenheit, ich komme noch mal drauf, und die Geschichte ist am gefährlichsten, wenn man sie nicht weiß, dass man mit ihr umgeht und wenn man sie nicht kennt. Ich habe gesagt, für uns ein wichtiges Thema ist die Zusammenarbeit mit Polen. Und in Polen für die polnische Regierung ist die Geschichte ein wichtiges Thema der polnischen Politik. Das kann man gut finden oder nicht. Und vieles andere, was diese Regierung tut. Aber jedenfalls in einem haben sie recht. Und das ist die Forderung, dass sich die Deutschen mehr mit der deutsch-polnischen Geschichte beschäftigen mögen, von der wir nichts wissen. Und schon gar nicht von diesen Schrecklichkeiten, die die Deutschen im Zweiten Weltkrieg in Polen verübt haben. Und vieles davon waren keine Kriegshandlungen, sondern andere Schlachtereien, muss man leider so sagen. Es gab hier einen Ministerpräsidenten, Matthias Platzek, der momentan etwas in den Hintergrund getreten ist. Der hat vor einigen Jahren ein Buch geschrieben mit dem Titel Zukunft braucht Herkunft. Und Herkunft kommt aus der Vergangenheit. Und das ist der Punkt, warum, so habe ich das verstanden, Sie in diesem Projekt zusammen sind. Die Zukunft, die Europa braucht, braucht europäische Herkunft. Und es sind ganz unterschiedliche Herkünfte. Und ich sage noch mal eine Geschichte aus meiner Vergangenheit. In den frühen 90er Jahren habe ich an einem Seminar teilgenommen, was aus dem kirchlichen Umfeld veranstaltet wurde von einem Forum Ost-West, Deutsch, wo sich Ostdeutsche und Westdeutsche Juristen trafen.
vorgeblich um verschiedene juristische Themen zu diskutieren. Aber eigentlich ging es darum, dass wir miteinander sprachen. Das mag vielleicht für die ausländischen Teilnehmer überraschend erscheinen, aber es gab wenig Gelegenheiten für Ost- und Westdeutsche, tatsächlich miteinander zu sprechen. Und der spannendste Teil dieses Seminars war die ging immer von Freitagnachmittag bis Sonntagmittag. Der Freitagabend kam man nach dem Abendessen nochmal zusammen und die Teilnehmer erzählten sich ungefähr 5 Minuten lang ihre Leben. Ganz unpolitisch, unideologisch, ohne Wessi-Ossi-Geschichten. Und ich glaube, dieses Gespräch brauchen wir auch in Europa. Dieses Gespräch zwischen denjenigen, die auf der westlichen Seite und auf der östlichen Seite des Eisernen Vorhangs gelebt haben, leben durften oder leben mussten. Ich glaube, diese Erfahrung prägt unglaublich auch unser heutiges Verständnis davon, wie wir auf die Welt, auf die Politik schauen. Und nur wenn wir das besser verstehen und besser verstehen, wie die anderen das verstehen, also jenseits auch dieser großen Trennung, auch die einzelnen unterschiedlichen Eigenheiten und Abgründe und Traumata und Gründe für Stolz, die es gibt in den verschiedenen Ländern. Nur wenn wir das verstehen und verarbeiten können, dann haben wir, glaube ich, eine Chance, wirklich als Europa zu bestehen. Und deswegen, glaube ich, schaffen Sie mit diesem Projekt, mit diesem Seminar eine ganz wichtige Grundlage für die Zukunft Europas und ich meine nicht nur der EU. We have our friends from Bracknell, which unfortunately is not the EU anymore, but also Ukraine is part of Europe and large parts of Russia too are part of Europe. And I believe if we want to survive, we can only do this together. We have to weather this actual horrific crisis together, and then we will hopefully base ourselves on this project as one very important aspect of European future. So in this sense, I welcome you once again in Brandenburg, and I wish you all a good project, a good workshop today, good trips tomorrow and the other days, and a fantastic evening tonight. Thank you very much. Ein ganz herzliches Dankeschön für die Grußworte, die wir nicht einfach so im Raum stehen lassen wollen, sondern wir haben auch Geschenke vorbereitet. Ich weiß, dass ich ein Fahrrad da ist, das ist nicht ganz so günstig, aber Sie können das vielleicht in der Hotelrezeption dann stehen lassen. Und das ist ein halber Meter an Publikationen, der schon im Rahmen von unseren Projekten bisher erschienen ist, als Dankeschön, dass Sie heute Abend bei uns sind und uns begrüßt haben. In einer Woche schicken wir dann einen Fragebogen, den Sie dann beantworten müssen, ja. Können, ob Sie auch in die Bücher... Ja, meine Aufgabe ist es, ganz kurz in die Projektlandschaft Stadträume einzuführen. Es haben sich 8 Städte aus 6 europäischen Ländern zu diesem Projekt zusammengeschlossen. Das Ganze hat schon eine gewisse Tradition, weil wir gemeinsam uns schon auf den Weg gemacht haben, uns mit der Geschichte des Ersten Weltkriegs zu beschäftigen, über einen Zeitraum von am Ende 5 Jahren,
haben wir das getan, indem wir den Kriegsanfang in den Blick genommen haben und die Kriegsenden, wie wir nachher drauf gekommen sind. Und unter den Büchern finden Sie die Abschlusspublikation dieses Projektes Kriegenden in europäischen Heimaten und den Nachfolgeband Kriegserinnerungen in europäischen Heimaten, wo es nämlich genau um den Aspekt geht, wie funktioniert eigentlich Erinnerungskultur in Europa? Und der Ansatz unseres Projektes ist immer gewesen, oder unserer Projekte ist, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen und so gegenseitig unsere Geschichte und unsere Geschichten erzählen und damit gegenseitiges Verständnis schaffen für die gemeinsame europäische Geschichte, aber eben nicht von oben betrachtet, sondern quasi von unten entwickelt. Und wir haben uns jetzt schon gut anderthalb Jahre auf den Weg gemacht innerhalb von Stadträume. Und der aktuelle Workshop hat eine ganz wichtige Scharnierfunktion. Wir haben uns intensiv in den einzelnen Städten mit der Stadtgeschichte in der Zwischenkriegszeit beschäftigt. Und nun geht es darum, quasi in die nächste Phase einzutreten und den multilingualen, variablen Filmbaukasten zu bearbeiten, zu erarbeiten. Und der Workshop dient dazu, die Themen, die wir ausgewählt haben, jetzt nochmal zu spezifizieren, um den nächsten anderthalb Jahren dann diesen Filmbaukasten umsetzen zu können. Das ist also das eine große Teilprojekt, was über Erasmus Plus gefördert wird. Und es ist eine ganz tolle Erfahrung, dass sehr viele Jugendliche, die auch hier im Raum mit dabei sind, aus den Städten sich aktiv beteiligen an dem Prozess und vor allen Dingen auch die Social Media bedienen und immer wieder innerhalb der Workshops auch mit eigenen Impulsen nach vorne treten. Hinzu kommt, dass es generell darum geht, im Rahmen einer Förderung durch das Programm Europe for Citizens die Städtepartnerschaften zu intensivieren, die Austauschmöglichkeiten zu schaffen. Dafür dienen ja auch die Workshops, dass man sich eben trifft. Das ist auch umso wichtiger, dass jetzt nach oder noch in der Pandemie es aber trotzdem wieder möglich ist, dass wir persönlich zusammenkommen. Das erste Jahr des Projektes ist rein virtuell gelaufen. Das macht vieles einfach, aber das Zwischenmenschliche kommt doch entsprechend zu kurz. Sie haben angesprochen die engen Verbindungen von Deutschland zu Polen und die Aufarbeitung auch der gemeinsamen Geschichte. Und ein Teilprojekt innerhalb unserer Projektlandschaft beschäftigt sich mit der Geschichte des Rheinlandes und der Region Oberschlesien im direkten Vergleich. Das wird auch noch über den eigentlichen Projektrahmen hinaus uns bis 2025 begleiten, zusammen mit dem Oberschlesischen Landesmuseum in Ratingen und unseren Partnern in Ratiborsch werden wir zwei Tagungen veranstalten, im Juni nächsten Jahres in Ratingen und im Frühjahr 2024 dann in Polen, in Oberschlesien, um vergleichend die Region in den Blick zu nehmen. Und die intensive Kooperation zwischen dem Opladener Geschichtsverein, vertreten durch Michael Gutbier, und dem Jülicher Geschichtsverein, vertreten durch mich, gipfelt 2023 in einer gemeinsamen großen Doppelausstellung in Jülich und Leverkusen, wo wir uns fokussiert mit dem Jahr 1923 und als Wendejahr der Weimarer Republik im Westen beschäftigen werden. Das passt für den Geschichtsverein Jülich wunderbar, weil wir dann 100 Jahre alt werden. Ist in dem Jahr gegründet worden. Also das fügt sich da sehr schön. Und diese Ausstellung wird begleitet durch ein umfangreiches Kulturprogramm, das auch durch das Land Nordrhein-Westfalen und den Landschaftsverband Rheinland gefördert wird, wo wir in der gesamten Rheinschiene Veranstaltungen durchführen werden, die für das Projekt werben. Und da spielt natürlich diese europäische Perspektive dann auch wieder eine Rolle. Das Ganze hat also dann eine Win-Win-Situation. Sie sehen also, uns wird es nicht langweilig in den nächsten Monaten und Jahren. Und für uns ist das doch schon ein gewisser Höhepunkt, dieser Workshop hier in Potsdam zu sehen, dass die Recherchen eben tatsächlich tolle Ergebnisse
tollen Ergebnissen geführt haben, die wir jetzt eben entsprechend weiterentwickeln zu können. Und wir sind frohgemut, dass wir dann tatsächlich 2023, wenn wir im Februar in Brüssel unser Projekt vorstellen werden, unter anderem Haus der europäischen Geschichte, dann tatsächlich auch mit tollen Ergebnissen aufwachen können. Vielen Dank. Vorstellung machen Sie oder? Einführung, Vorstellung machen Sie oder gehen wir direkt über? Ja, ich glaube, wir moderieren jetzt einfach den inhaltlichen Teil an. Das war natürlich auch schon inhaltlich und dankenswerterweise, was ja nicht immer der Fall ist, waren die Grußworte auch schon inhaltlich. Manchmal bleiben wir ja recht farblos, aber in dem Fall, glaube ich, können wir gleich in der Diskussion auch ganz gut daran anknüpfen. Wir haben aber, bevor wir die Diskussion gleich führen werden, die Podiumsdiskussion, wie Sie dem Programm entnommen haben, einen Impulsgeber. Und den will ich Ihnen nur kurz vorstellen. Der ist eben schon vorgestellt worden, Herr Tschäpe, nämlich als Mitglied der Frankfurter Universität, also der Frankfurt. Das wollte ich gerade noch sagen. Eigentlich müssten wir ihn vorstellen als Leiter eines Museums, nämlich für die Opfer von Gewaltverbrechen. Und aus diesen, aber aus beiden Bereichen heraus wird er jetzt Beispiele bringen, nämlich einerseits aus dem Ost-West-Vergleich, was auch eher auf die nationale Ebene geht, aber dann eben auch sozusagen aus dem Bereich der kleinen Schicksale, die ja trotzdem große sind, also der Einzelschicksale sozusagen, die er natürlich, mit denen er immer zu tun hat in seiner Museumsarbeit. Ich glaube, das wird ganz schön anschaulich werden. Und nach den sehr schönen Grußworten und nach dem sicher ganz bestimmt anschaulichen Vorteil von Herrn Tschäpe werden wir hinterher in eine ganz spannende Diskussion eintreten, sodass wir kurz vor Mitternacht dann aber mitschließen müssen. Englisch, ganz kurz Englisch. Ja, yes. Mr. Tschäpe is the speaker who will give us some impulses for our discussion in this evening. And I think there is a good possibility to combine the lectures we already heard with the lecture we will hear now. And because you spoke about memory, culture, and so on, and now there are, I hope, very colorful pictures of culture and history. And therefore, I think in the end, we will have a fruitful discussion. But now it's your floor. Thank you very much. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Und um das Missverständnis vielleicht nochmal auszuräumen, ich bin tatsächlich etliche Jahre Mitarbeiter der Europa-Universität Viadrina gewesen, habe am Lehrstuhl Karl Schlögel und Claudia Weber gearbeitet und bin aber jetzt am Stadtmuseum, das auch Viadrina heißt. Und bei diesem Stadtmuseum gibt es eine Filiale, das ist diese Gedenkstätte, die Sie erwähnt haben, für die Opfer politischer Gewaltherrschaft, und für die bin ich tatsächlich auch verantwortlich. So, to introduce myself, my name is Konrad Tschäpe, and indeed I worked a couple of years for the European University Viadrina in Frankfurt Oder, but now I'm working at the City Museum of Frankfurt Oder, which also is called Viadrina, and in this museum I'm working at a part which is an extra memorial museum for the victims of political violence, and this is what my job is today. Die nächste Folie bitte. Ja, um in unser Thema einzusteigen, ganz kurz, wo liegt Frankfurt Oder überhaupt? Ich habe hier eine Karte mitgebracht, die das Land Brandenburg zeigt, wie es aussah bis 1945. Und wer die Karte von Brandenburg kennt, der sieht hier dieses rote Gebilde. Das erinnert an das, was wir heute kennen. Es ist aber bis 1945 der Regierungsbezirk Potsdam gewesen. Und dann gibt es rechts ein gelbes Gebilde. Das ist bis 1945 der Regierungsbezirk Frankfurt-Oder gewesen. Und Frankfurt hier ist also tatsächlich eine Landeshauptstadt gewesen, was also Folgen hat mit einer reichen Kulturgeschichte, aber eben auch in der Gewaltgeschichte, die von hier aus in diese ganze Region ausstrahlt, aber hier auch in Frankfurt-Oder für diese ganze Region konzentriert ist.
1945 wird hier entlang von Oder und Neiße eine Grenze gezogen. Und diese Gebiete, die östlich von Oder und Neiße liegen, kommen dann zu Polen, sodass Frankfurt ab diesem Moment eine Grenzstadt ist. Dass Frankfurt Grenzstadt, dass sich als Grenzstadt versteht, geht aber schon etwas länger zurück. Das will ich Ihnen gleich zeigen. Da sind wir gleich bei der Zwischenkriegszeit. Sie sehen, die Grenze von Frankfurt ist eine ganze Weile entfernt und überhaupt erst nach dem Ende des Ersten Weltkriegs entsteht hier ein Gebiet, entsteht Polen wieder neu. Und dann entsteht hier an diesem Bereich erst überhaupt eine Landesgrenze. Bis dahin ist das ja alles preußisch. Und aber nachdem Polen entsteht, kommt hier plötzlich eine Grenze und die ist für Frankfurt nur schwer zu akzeptieren. Die nächste Folie bitte. Maybe to summarize this in English, I try to speak English. I'm not very good prepared for this. But what you see, the map, this was the former map of the district of Brandenburg. And Brandenburg was divided in two parts. In this red area is the district of Potsdam, and the yellow was a district of Frankfurt-Oder until 1945. After 1945, all the areas in the east of the river Oder and Neisse came to Poland. And but also in already before the there was a discussion in Frankfurt-Oder about a border region, because the areas in the east of the district of Frankfurt became Polish after the end of World War I. And I want to show you some aspects of the discussions. World War II. So here we had Poland after World War I. And after World War II, the borderline was like here. Okay, die nächste Folie bitte. Ich bin nicht nur Historiker, ich bin auch Kulturwissenschaftler. Also ich bin mehr als nur ein Historiker. Und Kulturwissenschaftler untersuchen unterschiedliche Zugänge zur Wirklichkeit am Beispiel von unterschiedlichen Kulturen. Eine ganz wichtige Geschichte dabei ist die Sprache natürlich. Das ist das Erste, was wir wissen. Kulturen machen sich anhand von Sprachen fest. Und Sie sehen das Bild von einem Baum und das lateinische Wort arbor. Sie sehen das Bild von einem Pferd. Sie sehen das lateinische Wort equus. Und man könnte sagen, ja, jeder Begriff hat seine Entsprechung in einer anderen Sprache. Das ist aber so leicht nicht. Die nächste Folie bitte. Ich habe Ihnen hier mal ein Sammelsurium von weiteren Bildern mitgebracht. Sie sehen hier lauter Schränke, verschiedene Schränke. Und für jeden deutschen Betrachter ist es klar, aha, Schrank. Die nächste Folie bitte. Wenn wir das Wort Schrank ins Englische versuchen zu übersetzen, stoßen wir auf Schwierigkeiten, weil es dieses Wort so nicht gibt. Wir haben im Englischen Wardrobe, Closet für Kleiderschränke, Cupboard für Geschirrschrank, wir haben Bookcase für Bücherschrank, aber wir haben nicht dieses Konzept Schrank. Das heißt, an diesem Beispiel möchte ich etwas sehr Kompliziertes tatsächlich demonstrieren. Sprachen strukturieren unser Denken und über dieses Denken haben wir einen Zugang zur Wirklichkeit. Andere Sprachen lernen heißt, den Zugang zur Wirklichkeit erweitern. Die nächste Folie bitte. Auch im Deutschen ist das Konzept Schrank, hat das Grenzen. Hier sehen wir auch Schränke, aber wir sagen nicht Geschirrschrank, Bücherschrank, sondern wir sagen Spind. Und jedem ist klar, es ist ein Spind. Im Englischen haben wir hier den Locker. Ja? Und wir sehen auch, selbst unsere Konzepte haben ihre Besonderheiten und Eigenheiten. Und man kann sich fragen, was ist eigentlich die Logik dahinter? Die nächste Folie. Und insofern ist jetzt die Frage, was kann man eigentlich zwischen den verschiedenen Kulturen vergleichen? Zur Erinnerungsarbeit kommen wir im nächsten Schritt. Formen des Vergleiches könnten sein interkulturell. Aber die Frage ist, was sind eigentlich interkulturelle Vergleiche? Wenn wir hier zum Beispiel schon in einer Kultur, der deutschen Kultur, eine DDR-Vergangenheit oder eine bundesrepublikanische Vergangenheit haben. Mit ihren Extra-Traditionen, mit ihren extra-historischen Erfahrungen. So dass man vielleicht ja auch hier schon innerhalb eines Landes von interkulturellem Vergleich sprechen muss. Und jetzt können wir diese beiden
dieses Vergleichsgebiet ja auch nochmal mit Polen. Polen gegenüberstehen. Und wenn wir also deutsche und polnische Kulturen vergleichen wollen, müssen wir zumindest berücksichtigen, dass es hier eben auch Unterschiede gibt. Also das ist eine Form, interkulturell, diachronisch. Da schauen wir, wie ist es an einer bestimmten Stelle zu unterschiedlichen Zeiten. Ja, wie ist es in Polen, meinetwegen in der Zwischenkriegszeit, in der Nachkriegszeit. Ja, oder es gibt die Möglichkeit des synchronen Vergleichs. Da gucken wir zur selben Zeit an verschiedene Gebiete. Also wie sieht es heute in Polen aus? Wie sieht es heute in Deutschland aus? Bei einem bestimmten Thema. Ja? Wie wird der Krieg wahrgenommen? Solche Dinge zum Beispiel. Die nächste Folie. So, und jetzt kommen wir in medias res, Zwischenkriegszeit. Und wir kommen wieder auf Frankfurt-Oder zurück. Sie sehen hier eine Sammlung von Broschüren, die es im Stadtarchiv bei uns gibt. Diese Broschüre, eine von diesen Broschüren heißt Zerrissenes Land. Diese Broschüre wird ausgegeben vom Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt-Oder. Und wenn man da so diese Broschüre öffnet und blättert, findet man verschiedene Illustrationen und Bilder. Eine dieser Illustrationen ist diese hier. Ja, und Sie sehen, hier ist Frankfurt-Oder. Sie sehen in der Mitte einen gewaltigen Riss. Und es ist nicht nur irgendein Riss in der Karte, sondern es ist ein gewaltiger Graben, der Eisenbahnlinien, Straßen auseinanderreißt. Es ist etwas Brutales, was hier passiert. Und dieses Brutale, was hier dargestellt wird, das ist die neue Grenze zu Polen. Und hier unten, das kann man jetzt nicht ganz gut lesen, da steht auch tatsächlich als Benennung dieser Karte Grenzkreisgebiet Frankfurt-Oder. So I try to summarize this picture. This is about what happened in Frankfurt-Oder in the time between the big wars, between World War I and World War II. And after the end of World War I, the Polish government, the Polish state was recreated or started a new history and in new living. And we had in the east of this district of Frankfurt a new borderline. And for the city of Frankfurt, this was hard to accept. And the city of Frankfurt published brochures like this. This is like the divided country. And you see this map with this division line, with this new borderline, like a big roof with interrupted railway trucks and streets. So this is something like violence, what is in this illustration. And this is, of course, a kind of propaganda. A propaganda which not accepted the new borderline to the new neighbor state. Die nächste Folie. Und diese Karte, die Sie eben gesehen haben, die ist in vielfältiger Form veröffentlicht worden, unter anderem auch als Flugblatt. Ja, wir sind übrigens hier im Jahr 1927, Sie haben es vielleicht gesehen. Hier ist die Rede auf der Rückseite einer solchen Karte von einer blutenden Grenze. Dann, dies ist Deutschlands ungeheilte und unheilbare Wunde. Jeder Deutsche soll sie kennen und dies Bild in sich eingraben und so weiter. Ja, man redet hier in einer sehr gefühlsbetonten und aber auch aggressiven Weise, um den Menschen klarzumachen, diese Grenze zu Polen, die muss rückgängig gemacht werden. Und wir brauchen dieser polnische Staat hat kein Recht zu existieren. Ich muss Ihnen nicht sagen, an was uns das gerade wahrscheinlich sehr stark erinnert. So this is another version of this map, what you've seen before. And this is like a leaflet. And on the backside of the leaflet, there is a very nationalistic rhetoric. Here is like a bloody borderline, and it's very emotional call that the new borderline to Poland is unacceptable and that the Polish state has no right to exist. Nächste Folie, bitte. Auch sowas. Das ist sehr interessant. Ja, ist in dieser Broschüre drin. Deutscher Verkehr in West und Ost. Sie sehen hier am Westen das dichte Netz von Verkehrswegen. Und im Osten gibt es kaum Straßen. Das ist nicht das, was wir jetzt eigentlich erwarten, wo wir denken, aha, Ost-West,
hier Ossis, Wessis, ja, Ostdeutschland, Westdeutschland, der unterentwickelte Osten Deutschlands, sondern es geht hier tatsächlich um die Zwischenkriegszeit. Und Sie sehen, das, was wir jetzt hier so kennen und miteinander bereden, hat Wurzeln, die ja wesentlich älter sind, als vielen von uns, glaube ich, klar ist. Ja, es ist ja auch nicht der Osten, der jetzt jenseits von Oder und Neiße unbedingt sein muss, ja, wobei hier ist Frankfurt eingezeichnet. Aber es geht also sozusagen schon darum, dass man sagt, schaut auf diese Stadt, ihr müsst hier investieren, Frankfurt muss stark werden, die ganze Region muss stark werden, weil sonst kommt Polen und schnappt sich das alles. Die Polen wollen angeblich bis zur Oder durch, ja, und wollen uns das Land wegnehmen. Das ist die Idee, warum man solche Broschüren überhaupt hier herausgibt. Nächste Folie. Auch hier das gleiche Spiel, deutsche Kultur im Westen und Osten, Köln, ne, und Siegburg und so weiter. Ne, das sind jetzt hier höhere Schulen im Westen und ganz wenige höhere Schulen im Osten. Ja, auch wieder die Botschaft, investiert in diese Stadt, weil wir sind bedroht. Und dieses Spiel macht Frankfurt sehr erfolgreich. Es kommen diese Investitionen. Und am Ende, während des Nationalsozialismus, soll Frankfurt die Hauptstadt von diesem ganzen Brandenburg werden. Es soll die Gauhauptstadt werden mit riesen Aufmerksamkeitsplätzen und einem Gauforum. Ja, also diese Art der Rhetorik, diese nationalistische Rhetorik, so gefährlich sie ist, hat sich hier als erfolgreich erwiesen und kam nur nicht zum Schluss, weil es diesen Zweiten Weltkrieg gab. Ja? So wie in these examples we had different illustrations about what is in West Germany and East Germany, but it is Western Germany and Eastern Germany between the wars, and it is not West and East what we have today. The rhetoric is very similar to examples of today. But here you see how many high schools we have in the West, in Western Germany, how many high schools we have in Eastern Germany, but in the times between the war. And the purpose of illustrations like this is, please invest to our city, give money to Frankfurt Oder, because otherwise the Poles will steal all this area. The Poles want to come to Frankfurt and to the River Oder, and otherwise they want to steal all we have. Yeah? So this is in a very aggressive kind of illustration against Poland. And the origin of this publication is Frankfurt Oder. And Frankfurt Oder was very successful in this kind of rhetoric. And indeed, the money came, and Frankfurt should become the capital of all Brandenburg and during National Socialism and gather very, very much people and get a huge Gauforum. And only Second World War was the reason why all these plans could not be realized. Die nächste Folie, bitte. Jetzt kann man sich ja fragen, okay, jetzt haben wir ja sozusagen diesen interkulturellen Vergleich, gleichzeitig diachronisch, weil wir denken ja auch an das Ost und West, was wir heute im Kopf haben. Kann man aber nochmal auf die andere Seite gucken und fragen, na, wie kommt denn sowas in Polen wohl an? Merkt man das da, was es auf deutscher Seite für eine Rhetorik gibt? Und na klar, man merkt es. Ja? Und jetzt gibt es auch auf der polnischen Seite Antworten auf diese Art von Rhetorik. Ich habe hier eine Publikation mitgebracht, Ziemia Gromadzi Prochy, das ist ziemlich schwer zu übersetzen. So ungefähr das Land der versammelten Knochen oder der Gräber, der Asche, sowas in der Art. Das, also dieses Prochy ist ganz vieldeutig. Und ein Buch auf Polnisch, ich sag mal voller nationalistischer Propaganda, die gegen das Deutsche Reich gerichtet ist. Aber wenn Sie mal gucken, wann das rausgekommen ist, 1941, und es ist gar nicht mehr in Polen erschienen, weil Polen gibt es gar nicht mehr. Das ist längst von der Landkarte verschwunden und deswegen wird das Buch in London rausgegeben. Und naja, hier gibt es dann so eine Illustration auch. Wir sind hier nicht erst seit gestern, sagt hier sozusagen dieser polnische Recke. Wir haben schon lange im Westen gesiedelt
Und dann sieht man auf einmal lauter polnische Namen für Lübeck, Leipzig, Breslau. Ja, wenn das jetzt heute Rechte sehen, machen die da ihre eigenen Schlüsse aus solchen Illustrationen. Ja? Vergessen dabei, dass das die Antwort auf eine bestimmte Rhetorik ist, die von der deutschen Seite ganz klar ausgeht. Nächste Folie bitte. Und das wird auch innerhalb dieser Publikation klar. Sie sehen hier den polnischen Text, der sich mit einem Propagandaplakat aus Deutschland auseinandersetzt. Und das ganze Buch ist auf diese Weise gestaltet. Schicksalskampf im deutschen Osten. Bund Deutscher Osten kämpft mit uns. Und Sie sehen den deutschen Adler. Und Sie sehen die Flut, die aus Polen und aus der Tschechoslowakei Richtung Osten brandet, wogt, ja, und dieses Deutsche Reich bedroht. Ja? Also das Ganze hat ganz verschiedene, also das, was ich Ihnen jetzt gezeigt habe, hat interkulturell, diachron, synchron, ganz verschiedene Facetten. Wir sind in der Zwischenkriegszeit, wir sind in der Stadt Frankfurt-Oder. Die wird hier übrigens auch erwähnt in dieser Broschüre, Frankfurt-Oder wird hier erwähnt. Und hier ist eine der ganz, ganz frühen Nennungen von Swobice. Frankfurt ist ja heute eine geteilte Stadt oder wir sagen heute eine Doppelstadt, Frankfurt oder Swobice. Also der polnische Teil von dem, was früher Frankfurt auch war, heißt heute Swobice. Und hier ist das eine der ersten Nennungen dieses Namens überhaupt. Den gibt es ja vorher gar nicht. So it's hard for me to summarize this, but the idea is all these anti-Polish propaganda from the German side, of course, had an answer on the Polish side. And here we have a book from 1941. It is full of nationalist Polish propaganda against Germany, but it is perfectly clear that this kind of propaganda is the answer of the German propaganda against Poland. And this is to be seen, for example, on this illustration, which is a German propaganda poster in a Polish publication. And you see the German eagle looking toward east, and you see from the east the sea branding towards west and like aggression from west to Germany. So, and you see in Poland, this kind of German propaganda was, the Poles were clear about the German propaganda and they reacted on this with their own kind of, with their own pictures and their own ideas. Nächste Folie bitte. Nächstes Thema. Wir haben ein übles Erbe. Ein ganz, ganz übles Erbe. Und natürlich liegt es nah in einer Stadt wie Frankfurt oder sich diesem Erbe zu stellen. Und wir haben gute Voraussetzungen in Frankfurt, weil wir haben die Europa-Universität Viadrina. Und natürlich gibt es viele Polen an der Viadrina, nicht nur Polen, sondern auch Menschen aus anderen europäischen Ländern. Und ganz, ganz hoch spannende Projekte. Eins dieser Projekte, an dem ich auch mitgemacht habe, nannte sich Trialog. Eine Partnerschaft zwischen Kaliningrad, Torun und Frankfurt-Oder. Alles Universitätsstädte und wir haben organisiert wissenschaftliche Konferenzen und Sommerschulen mit Studenten. Mit Studenten aus diesen drei Ländern, Russen, Polen, Deutsche. Ich glaube, es ist die spannendste Konstellation eine der spannendsten Konstellationen in Europa überhaupt. Und wir sind in die Städte gefahren, wir haben uns dort umgeguckt. Wir haben großen Wert darauf gelegt, dass alle die Diskussionen, die geführt werden, in den Originalsprachen stattfinden. Das ist unglaublich aufwendig. Aber in den Originalsprachen kann man sich frei bewegen, was bei diesen heiklen Themen von immenser Wichtigkeit ist. Man kann sagen, was einem sozusagen einfällt und seinen Gedanken freien Lauf lassen. Und dann wird das übersetzt. Und das haben wir gemacht. Und eine dieser Sommerschulen hat natürlich in Frankfurt-Oder stattgefunden. Sie sehen hier diese Karte, Sie sehen die Oder, Küstrin, Quartschen, Gosdowice. Ja, wir sind links und rechts ins Land gefahren und haben uns angeguckt, was gibt es denn da? Und sind in Diskussionen gekommen. Ich zeige Ihnen jetzt mal ein Beispiel. Die nächste Folie bitte. Dieses Denkmal in Gosdowice an der Oder. Ein merkwürdiges Denkmal. Sie sehen, da steht Ruhm den gefallenen Pionieren, polnischen Soldaten. Sie sehen diesen Soldaten, mit einem Maschinengewehr und einem Rettungsring. Irgendwie strange. Ja?
erstmal so auf den ersten Blick. Und dann kam eine heftige Diskussion an diesem Denkmal zustande zwischen den russischen Teilnehmern und den polnischen Teilnehmern. Ursache war der Helm von dem polnischen Soldat. Denn auf dem Helm von dem polnischen Soldaten ist der polnische Adler, aber was man hier kaum sehen kann, haben die polnischen Studenten sofort gesehen. Der Adler hat keine Krone. Und das ist sowas wie eine Beleidigung eines nationalen Symbols, weil es sozusagen in der sozialistischen Zeit, die Polen von der Sowjetunion aufgezogen worden ist, praktisch ein Ausdruck dieser Zeit ist, dieser Fremdherrschaft ist, dass der polnische Adler seine Krone verliert. Darüber haben sich die polnischen Studierenden, das hat sie emotional aufgebracht und haben gesagt, das kann doch wohl nicht sein, dass hier immer noch so ein Denkmal ist, das muss man doch anders machen. Der Adler muss ersetzt werden. Junge Leute. Und die Russen haben gesagt, nee, wieso denn? Das war doch damals so. Die haben doch wirklich solche Helme getragen. Das ist doch historisch korrekt. Wir können doch jetzt hier nicht die Geschichte umdeuten und fälschen. Das war doch so. Ja? Und dann gingen die Argumente hin und her und her und hin. Und ich habe gestaunt. Ja? Ich habe gedacht, ja, das ist ein total interessantes Denkmal mit diesem Soldaten, der skurril genug ist. Ja, und dann ist plötzlich dieser Helm im Zentrum der Aufmerksamkeit. Und da merken Sie, das, was wir am Anfang gesehen haben, ja, mit diesen Begriffen, der Schrank, locker, ja, und sowas, wie unser Denken strukturiert ist, wie wir die Welt anders wahrnehmen, anders interpretieren. Und hier wieder so ein Beispiel, wo das richtig heftige Diskussion anhand eines Details hervorrufen kann. Das ist das, was so spannend war bei dieser Konstellation. Das haben wir sozusagen endlos gehabt. Ja, so ein Beispiel endlos gehabt. This is an example what we met in a project at the European University Viadrina. We had a project called Trialog. And the project was from the University of Kaliningrad in Russia, the University of Torun, Poland, and Frankfurt-Oder. And we had students from all these countries, Polish students, Russian students, German students, and together we traveled from Frankfurt in the surroundings. And one of the places was this memorial for a Polish soldier. And we had a very hard discussion between Polish students and Russian students at this memorial. Not because it is so interesting with this, do not know what it is, and the riffle, but because of this symbol, the Polish eagle without a crown on the head. And the Polish student knew that this symbol is from socialist times, when during occupation, Polish was a socialist country, and in this area, in this times, it was forbidden to show the Polish eagle without a crown, with a crown. So, and the Polish student said, oh, this is impossible to show a symbol like this in our times. It is not correct. And it is a symbol of suppression. So we should correct this symbol and show the modern Polish eagle on this memorial. And the Russian students answered, no, this is impossible because in reality, the Polish soldiers had these symbols on the helmets. So they looked like, and you cannot falsificate his history. So, and we had lots of arguments and different positions on this very memorial. So, and this is what I said in the beginning with this German concept of Schrank and the different concepts in English or the difficulty to translate a German word Schrank into English, cupboard, bookcase, and so on. It shows to us that our thinking is connected to culture. And in different culture, if you learn about different cultures, you learn different ways of thinking. And this is very important and very interesting. Die nächste Folie bitte. Natürlich haben wir das auch ein bisschen offenbar provoziert durch diese Sommerschule. Denn mitten in Słubice gibt es dieses Denkmal. Das ist ein Denkmal für die sowjetisch-polnische Waffenbrüderschaft im Zweiten Weltkrieg.
Und das ist auch so. Der sowjetische Soldat ist kaum zu sehen, ja, und kann man auch kaum fotografieren. Aber der sowjetische Soldat hat auf dem Helm den Sowjetstern und der polnische Soldat hat eben diesen sozialistischen Adler. Kein Mensch regt sich auf. Es werden Blumen niedergelegt. Hier gucken Sie, ne? Kerzen. Bei Feiertagen wird das benutzt. Ja? Und sozusagen das, was so heftige Diskussionen in dem Moment ausgelöst hat, wo wir gesagt haben, wir gucken uns jetzt mal unsere Denkmallandschaft an. Das ist vielleicht auch eine Diskussion, die wir so im Alltag gar nicht mitkriegen. Ja, die wir gar nicht, wo es vielleicht auf so eine Sachen gar nicht ankommt vielleicht. Ja, wo wir die Augen nicht offen haben möglicherweise. Und das ist wieder so ein Punkt. Ja, also wir haben jetzt nochmal, die Symbolik ist ja auch da. Aber es gibt ja eben auch nochmal andere Dinge wie Feste, Feiern, Rituale. Ja, wo diese Symbole plötzlich eine Bedeutung bekommen, die sie vorher gar nicht hatten. Auch das ist Kulturwissenschaft. Nächste Folie. Eine andere Möglichkeit des Zugangs. Frankfurt oder Sobice, die Doppelstadt. Polen, Deutschland. Was sind die wichtigsten politischen Denkmäler? In Sobice haben wir dieses Denkmal links oben. Das ist das Denkmal für die nach Sibirien deportierten Polen. Das sind also Leute, die man, also Polen in den Herrschaftsbereich Stalins gekommen sind und von dort ins Gulag verbracht worden. Oder, ja, Sie kennen Katyn, die Geschichte. Oder Sie wissen vielleicht auch, was Kulaken gewesen sind. Ja, also man bringt angebliche Staatsfeinde um, die Offiziere massenweise in Polen. Oder angebliche Großbauern werden umgebracht, getötet, massenweise. Die Familien bringt man nicht um, aber die werden alle deportiert nach Sibirien. Kinder, Frauen. Und die müssen da in sogenannten Sondersiedlungen malochen, müssen schuften, Zwangsarbeit leisten, erleben Hunger, Kälte, ganz furchtbare Dinge. Und das zum Teil als Kinder. Es gibt bis heute alleine in Sobice zumindest noch ein Dutzend von diesen Leuten, die davon erzählen. Die treffen sich jeden Dienstag und erzählen sich. Ältere Herrschaften, total unglaublich beeindruckende Menschen. Wichtigste Denkmal in Sobice, diesen Menschen gewidmet, die in Sibirien deportierten. Was ist das wichtigste Denkmal in Frankfurt? Das ist ein Denkmal an dem Ort, wo früher die alte Synagoge stand. Ja, und auch da sehen Sie die Blumen. Das wird regelmäßig benutzt, um an die Verbrechen des Nationalsozialismus zu erinnern. In Frankfurt aber auch generell. Klar, 9. November, 27. Januar sind die zentralen Tage, aber auch bei anderen Gelegenheiten. Naja, das wichtigste Denkmal in Polen erinnert an die kommunistische Zeit und an die Verbrechen des Kommunismus. Interessant. Denn auch in Sobice gibt es Opfer des Nationalsozialismus, klar. In Frankfurt gibt es kein einziges Denkmal für die Opfer des Kommunismus. Ja, außer an der Stasi gibt es eins für die Stasi-Opfer, aber das ist sonst nichts. Kleinen Stein. Und das meistbenutzte Denkmal in Frankfurt ist eben für die Opfer des Nationalsozialismus. Kann man jetzt ganz viele Dinge, Gestaltung, ne? Also hier ein ganz einfaches, schlichtes Denkmal, hier etwas aufwendiger. Kann man ganz viele Dinge sich überlegen, wie man jetzt Vergleiche zieht zwischen den verschiedenen Kulturen an einem Ort an der Grenze. Nächste Folie. Oder auch wieder diachronisch. Das ist das alte Denkmal für die Sibirien-Deportierten. Ursprünglich ein Lenin-Denkmal auf dem Leninplatz. Dann schraubt man den Lenin-Kopf ab, macht einen Christus-Kopf rein. Tafel wird ausgetauscht und auf einmal hat man ein Denkmal für die Sibirien-Deportierten. Mit der Zeit ist es nicht mehr repräsentativ genug. Man baut es ab, um dieses neue Denkmal dort zu errichten. Aber selbst in diesem Moment, wo das Denkmal nicht mehr da ist, sind hier unten Blumen und Kerzen. Und in dem Moment, wo ich dieses Foto mache, kommt eine Frau auf mich zu und erzählt mir über ihren Vater, Sibirien-Deportierter, der kommt noch nach Posen, wird da entlassen, aber er taucht zu Hause niemals auf. Sie wartet bis heute auf ihren Vater. Ja, das ist eine Geschichte, die in die Biografien von Menschen bis heute hineinreicht und deswegen eine große Bedeutung hat. I try to summarize again. This is about memorial culture in Frankfurt Oder and the neighbor city Sobice, Germany, Poland. The most important political memorial in Poland is for those one who were deported to Siberia in the times of Stalin. It is a memorial for the victims of communism. In Frankfurt, we had this memorial for the victims of National Socialism, situated at the place where we had the former synagogue.
And both memorials are very important in the political gatherings, but totally difficult one for the victims of communism and for the victims of National Socialism. One is very simple, the other is with this eagle and more representative. And then, so you can compare these kind of what is political important in a certain city and in a certain culture, or you can again look at one memorial in a diachronic type and see, oh, we had in former times a very simple memorial for these deported to Siberia too, and then it was reconstructed in this way. You see it here at the pictures. So this is in short of, I'm sorry. Nächste Folie. Gedankensprung, nächstes Thema. Letztes Thema, der Ort, an dem ich arbeite. Ein altes Stadtgefängnis in Frankfurt-Oder. Ist im Großen und Ganzen umgebaut, aber wir haben noch an einige Zellen, die man sich angucken kann. Und dort eine Ausstellung, Opfer des Nationalsozialismus, Opfer der sowjetischen Besatzungszeit, Opfer der DDR. Hier eine Einzelzelle mit der Präsentation von Opfern des Nationalsozialismus. Nächste Folie bitte. Wenn man jetzt hier mal guckt, ein Teil dieser Ausstellung, das ist hier eine Karte, Frankfurt-Oder hier oben, hier ein Dorf, das heißt Schwetig, ist heute in Polen. Wir gucken also hier über die Grenze und erinnern an ein, naja, ich sag mal, ein kleines Mini-Konzentrationslager, was es an der Straße von Schwetig Richtung Frankfurt gab. Übrigens dort, das Dorf heißt heute Schwetzkau, der Grenzübergang heißt Schwetzkau, also da, wo die Autobahn heute über die Oder geht. Wir erinnern an dieses Mini-Konzentrationslager, es ist eigentlich ein Arbeitserziehungslager, am Schicksal von deutschen Menschen, die dort gelitten haben. Hier zum Beispiel ein Funktionär der SPD, der später auch dann Bürgermeister wird in Frankfurt, oder Ralf Dahrendorf, kennen bestimmt viele Leute. Ja, der ist da auch gewesen als Junge, weil der Flugblätter gegen Hitler geschrieben hat. Und nächste Folie bitte. Also das habe ich hier, ne, hier sieht man nochmal diese Situation, nächste Folie. Ja, und dann hier dieses Lager, das ist also eigentlich gebaut, wenn man die Reichsautobahn errichten möchte. Und da sind ganz viele polnische Zwangsarbeiter, die auch wieder mal lochen müssen, Zwangsarbeit leisten. Nur deren Schicksal kommt bis jetzt in der Dauerausstellung nicht vor. Wir haben sozusagen auch aufgrund von mangelnder Sprachkenntnis, ja, bis jetzt einfach nur diese deutschen Schicksale, die aber erst sehr spät mit diesem Lager zu tun hatten. Mini-Konzentrationslager deswegen, weil es genau wie in diesen großen Sachsenhausen, Ravensbrück und so weiter, Menschen dort Zwangsarbeit leisten mussten, an Hunger und Seuchen gestorben sind, massiv gedemütigt und misshandelt worden sind, gestorben sind, hingerichtet worden sind. Ja, hier gibt es auch eine Hinrichtungsstätte mit einem Friedhof und sowas. Bis heute gibt es archäologische Arbeiten. Bis heute werden dort Menschen gefunden, die noch gesucht werden. Also auch das ist in Polen eine Geschichte, die nicht vorbei ist. Letztes Beispiel, nächste Folie. Nochmal zurück weiter, genau. Wir haben auch noch eine andere Geschichte. Wir haben in dieser Gedenkstätte erinnern wir auch an diese Sibirien-Deportierten. Ja, hier sind wir nicht mehr in Słubice, sondern in Rzepin. Rzepin ist 20 Kilometer im Osten von Frankfurt, also ganz in der Nähe eine kleine Stadt. Auch da gibt es ganz viele Sibirien-Deportierte. In Kostrzyn gibt es über 70, die noch leben. Und hier haben Schüler so eine Installation gemacht. Die haben sich in Rzepin rumgehört. Mit wem kann man sprechen? Was erzählen die? Gibt es Fotos? Gibt es Dokumente? Haben das zusammengetragen und haben dann diese Installation gemacht. Und die erinnert jetzt bei uns an einer Stelle, wo man hier aus dem Fenster guckt, über die Oder schaut, zugucken kann, wie Europa zusammenwächst und sieht Słubice auf der anderen Seite. Das, finde ich, ist was Einmaliges. Das, finde ich, was auch Deutsche oftmals sehr interessiert und wo wir auch einen Beitrag eben leisten können, zu sagen, schaut mal über die Grenze, da sind andere Dinge wichtig, da sind auch andere Sachen interessant. Und mit den Menschen, die zum Beispiel in die Gedenkstätte kommen oder die sich für Geschichte interessieren, ins Gespräch zu kommen. Nächste Folie. Also, das hier vielleicht zusammen. Was kann man denn überhaupt vergleichen? Sprache hatten wir. Ne? Sprache, zum Beispiel Begriffe als solche, Konzeptschrank als Beispiel, dass sie überhaupt existieren oder nicht existieren. Narrative.
wie werden Sie überhaupt, also dass es Sie überhaupt gibt, ja? Kriegsende in Frankfurt-Oder, in Słubice, in Warschau. Das Kriegsende, wie wird es erzählt? Die Art und Weise, Sprache, Bilder ist mein Thema meiner Doktorarbeit. Bilder muss man genauso lesen lernen wie eine Sprache auch. Ja? Mache ich jetzt mal kurz, habe ich jetzt auch nicht im Vortrag weiter erzählt. Historische Objekte, Denkmäler haben wir uns angeguckt. Museen, Gedenkstätten habe ich ganz kurz angeschnitten. Prägnante Gegenstände und viele mehr. Ja? Also die, wie kann man sozusagen vergleichen? Rituale, Feste, Feiern, Gebräuche. Ja, das kann man sich alles ansehen. Nächste Folie. Was sind die Grenzen? Das Wichtigste merkt man immer wieder, Sprache. Ja? Wir reden heute hier, wir versuchen ein bisschen auf Englisch zu reden. Aber tatsächlich, wenn man eine ernsthafte Aufarbeitungsarbeit machen möchte, bin ich der festen Überzeugung, muss man auf Augenhöhe reden. Und das heißt, dass man in der originalen Sprache spricht. Ich bin davon ganz fest überzeugt, dass das unheimlich wichtig ist. Also wir Deutschen müssen Polnisch lernen. Also wirklich, ja, das ist schwer, aber es muss sein. Geschichtskenntnisse sind wichtig. Die Sprache alleine nützt nichts. Ja, man braucht nicht nur Grammatik, Vokabeln, sondern muss eben wissen, was sind die Narrative, was sind die Anknüpfungspunkte, worüber kann man sich in dieser Sprache unterhalten, was ist wichtig, was ist nicht so wichtig. Oder eben auch persönliche Erfahrungen. Ja, woher weiß ich denn was Ostgeschichte? Was kommt im Schulunterricht vor? Ja, was weiß ein Schüler, der in mein Museum kommt, in meine Gedenkstätte kommt, was weiß er nicht? Was sollte er lernen bei uns? Was ist, wenn ein polnischer Schüler zu uns kommt an der Grenze? Ja, wollen wir ausländische Gästen auch was zeigen? Wollen wir unsere Geschichte auch ausländischen Gästen zeigen? An der Oder-Neiße-Radweg in Frankfurt, meine Gedenkstätte, kommen Menschen aus Finnland, aus Italien, aus Südkorea, aus Japan. Ja? Wie wollen wir denen was zeigen? Was verstehen die? Nächster Punkt. Chancen. Ganz klar, die Chancen sind überwiegend. Ja? Einmal natürlich die Faszination des Unbekannten, das Neue lernen, das Überraschende kennenlernen. Das ist eine unglaublich beglückende Erfahrung. Neue Perspektiven, eigene Selbstwahrnehmung, Selbsterkenntnis. Das haben uns die alten Griechen aufgetragen. Erkenne dich selbst. Und wie gut kann man sich erkennen, wenn man den Schritt in die andere Kultur macht und von dort nochmal zurücksieht auf sich selbst. Ja? Schrank ist für uns alles eine Selbstverständlichkeit. Wer Englisch gelernt hat, weiß, es ist eine Konstruktion. Aber auch die Fremdwahrnehmungen werden sich verändern. Wir haben Vorannahmen über andere Kulturen und werden uns diesen Vorannahmen stellen müssen, wenn wir in einem anderen Land Erfahrungen sammeln. Und indem wir das tun, gewinnen wir massiv an Freiheit, nämlich uns in unserem eigenen Raum zu bewegen, etwas über uns selbst zu lernen und dadurch souveräner zu werden. Aber wir lernen ja auch Freunde kennen, wir lernen ja auch andere Gebräuche kennen. Wir erweitern unsere Sinne. Kurz gesagt, wer das alles macht, beteiligt sich ja auch nochmal an einem Prozess, den wir ethisch sehr gut finden, nämlich Zusammenwachsen von verschiedenen Kulturen und Ländern, Verständigung erwirken und das auf einem leidgeprüften Kontinent, der gerade seinen Verstand verloren hat. Nächste Folie. Hier sehen Sie, was in Frankfurt passiert ist. Der Abriss der Grenzanlagen 2012. Ein großes Gefühl, also für mich selber, ein Gefühl des Gewinns an Freiheit, wie ich ihn noch einmal erlebt habe hier in Potsdam, als die Mauer gefallen ist. Als Polen Schengen beigetragen ist und man nur diesen Ausweis nicht mehr zeigen musste, ist man in einer freien Welt, in einer faszinierenden Welt, in der verschiedene Küchen gekocht werden, Sprachen gesprochen werden, Gebräuche üblich sind. Frankfurt versteht sich als Doppelstadt. Frankfurt möchte ein Zukunftszentrum, bewirbt sich um ein Zukunftszentrum für Transformation und deutsche Einheit, ein europäisches Zukunftszentrum, wirbt für sich als Stadt der Brückenbauer. Das finde ich eine Perspektive, die man an so einer Stadt natürlich jeden Tag wahrnehmen kann. Ja, die Zukunft des über die Grenzen Guckens, des Erlernens neuer Kulturen. Ja, und hier die Webseite, ne, die Brücke, die Kulturen verbindet. Und damit, dziękuję bardzo za uwagę, auf Polnisch, ja, sollten wir in Frankfurt können. Thank you very much for your attention und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt kann ich leider nicht auf Polnisch Danke sagen, aber Sie haben ja gesagt, ich muss das noch lernen. Ich denke aber, wir können alle Herrn Schäpe danken, denn ich glaube, ich habe gar nicht so viel versprochen. Das war ein sehr anschaulicher, sehr farblicher
Vortrag, der uns ein schwieriges Thema gezeigt hat, nämlich diesen kulturwissenschaftlichen Zugang, aber an sehr schönen, sehr anschaulichen Beispielen. Ich glaube, das haben wir alle verstanden, dass die Kulturen so unterschiedlich sind, dass natürlich auch die Geschichte, die dahinter steht, denn die Kulturen haben ja wieder selbst eine Geschichte, unterschiedlich sind und sein müssen und vielleicht auch nicht vereinheitlicht werden können, sondern man muss wie Frankfurt damit leben, eine Doppelstadt zu sein. Und offenkundig ist das ja ein Zugewinn. Ich denke, es war auch ein Zugewinn, dass wir heute Abend nicht über Berlin gesprochen haben, wie das ursprünglich mal vorgesehen war, sondern über Frankfurt. Denn Frankfurt passt als Beispiel in unser Projekt viel besser hinein als Berlin. Yes? Thank you very much for this very, very colorful, very lively lecture. And you saw, he showed us the approach, I don't know how to translate, cultural sciences. But I think it's not the... It's hard to translate again. Yeah. Like because it's a special concept, and you mentioned Hansen, this very lively book. it's an approach to compare the cultures and to compare histories, as we do in our project too. And therefore, I think now there is the best starting point for our discussion, and therefore I invite the members of the scientific board to come in front. Yes, okay. Also bitte die Mitglieder des wissenschaftlichen Boards, die unseres Projekts und natürlich auch Herr Schäpe. Ja, ja. Nehmen am besten hier vorne Platz, damit wir auch alle bestens gesehen werden und gehört werden. Stehe hier. Mach das stehen, dann dauert das nicht so lange. Also Herr Schäpe hat sich ja die Tüte schon verdient. Die anderen haben den Inhalt übrigens, glaube ich, mehr oder weniger schon. Die Publikationen eben des UGVs, die Sie eben gehört haben, so einen halben Meter soll das sein an Publikationen der beiden Geschichtsvereine, die sich im Übrigen, wie wir ja eben gehört haben, in dem letzten Band, das sieht so aus, ist in der Tüte dann auch drin, mit Erinnerungskultur durchaus auseinandersetzt und eben auch mit der Frage, die wir jetzt diskutieren wollen, inwieweit denn Vergleiche dazu führen können, also die Vergleiche von Erinnerungskulturen, die vergleichende Aufarbeitung von Geschichte in der Zwischenkriegszeit, wie wir das jetzt in unserem Projekt machen, inwieweit das dazu führen kann, ja, dass tatsächlich so etwas entsteht, wie wir eben als Wunschvorstellung auch gehört haben, ein Netzwerk von Erinnerungskulturen. Denn es ist ja auch gesagt worden, Europa hat Herkunft. Beziehungsweise ist gesagt worden, jede Gegenwart hat Herkunft. Europa hat auch Herkunft. Nur die Herkunft wird auch immer wieder anders beschrieben. Die Herkunft wird immer wieder anders beschrieben. Jede Zeit beschreibt die eigene Herkunft anders, neu. Stellt neue Fragen, kulturwissenschaftliche Fragen, zum Beispiel, wie Sie jetzt gemacht haben, hat andere wissenschaftliche Zugänge, kommt deshalb zu neuen Antworten. Und hoffentlich zu solchen Antworten, die dem entsprechen, was natürlich auch zum Teil Vorstellung, Wunschvorstellung ist, wie etwa so ein vernetztes Europa, in dem die Geschichten nicht dieselben sind, aber über die man sprechen kann und über die dann so etwas die Gemeinschaft entsteht, nicht weil man dieselbe Herkunft hat, sondern weil man sich darüber verständigen kann, dass man eine unterschiedliche Herkunft hat. Also durchaus ein Europa auch in Differenzen. Das hat auch seine Gefahren, das darf man auch nicht verschweigen. Das hat auch Gefahren, mit denen wir aber leben müssen. Und ich glaube, wir haben die Möglichkeiten, spätestens seit der Aufklärung damit zu leben, nämlich das vernünftig zu bewältigen. So, jetzt das mal ganz kurz zusammenfassen auf Englisch. Now we will discuss
about the possibilities to compare historical culture, as Jeppe mentioned in his lecture, and which is very important in our project, of course. And we will compare not only the historical culture, but also the past. There is a difference between past and history, of course. And we speak in our project, and we research the past in the interwar period. And in the end, it's not necessary that we will tell the same stories, the same narrations about this interwar period, but to declare, to explain to each other how we want and can tell this story, can tell history about this interwar period. Since this is the approach of our project, and now we have to discuss how we can do this in this project, and all members of the scientific board are familiar with the concept of our project. And therefore, I think in the first round, we after a short introduction, I think, in the first round, you can say something about the possibilities you see in our project to realize such intentions or aims as we spoke about, or Mr. Chapa spoke about. But first, our scientific board, and I think it's the best way. You will introduce yourself first in the first round, and then we will go in the contentional debate. Das doch, ja. Vielen Dank. Mein Name ist Guido Hitze. Ich bin Historiker und Politikwissenschaftler und seit 2020 Leiter der Landeszentrale für politische Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen. Mein historischer Forschungsschwerpunkt ist die Landesgeschichte Nordrhein-Westfalens. Ursprünglich komme ich aber aus der Weimar-Forschung und da aus der Beschäftigung mit der Geschichte Schlesiens und Oberschlesiens in der Zwischenkriegszeit. Und jetzt werden wir schon ein Stück internationaler. Ja, so I will maybe do it directly in English. So my name is Markus Prutsch. I'm also a historian and political scientist. I'm principal administrator at the European Parliament, responsible for culture and education policies. But I continue to have a small academic hat on. I'm associate professor of modern and contemporary history at Heidelberg University in Germany as well. Hello, my name is Marianne Junila. I come from Oulu, Finland. I'm a historian and a young professor at the University of Jyväskylä, also in Oulu. And my topics are mostly related to social history, especially the social history of war. Werner Binicke. Ich arbeite eben wie Herr Cesar auch in Frankfurt-Oder und habe meine Diensträume in Swobice und bin jeden Tag zwischen beiden Orten unterwegs. Habe mich auf die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts spezialisiert, insbesondere die polnische und die russische. Und last but not least, Rafał Rogulski. Ich repräsentiere Europäisches Netzwerk Erinnerung und Solidarität. Das ist eine Einrichtung, eine internationale Einrichtung, das sich mit der Verbreitung des Wissens über Geschichte des 20. Jahrhunderts befasst und auf unterschiedlichste Weise versucht, über unterschiedliche Projekte, Seminare, Networkings-Meetings, Ausstellungen, Bildungsprojekte für Jugendliche und Ältere, internationale Gruppen zu verbreiten. Should I say the same in English now? Yes. Okay, my name is Rafał Rogulski from European Network for Remembrance and Solidarity. It's an international entity focused on the 20th century history, especially on the dissemination of knowledge about history, through the international project. So we always do different exhibitions, educational projects, information campaigns,
together with different institutions from different countries. One of our aim is to support the exchange about the history of 20th century in Europe. Thank you. And I think, oder zunächst auf Deutsch, ich denke, wir haben gesehen, wir haben alles nur Experten in unserem wissenschaftlichen Beirat. Und das haben wir natürlich extra, damit sie uns kritisch reflektieren. Das, was wir so im Laufe der Zeit tun, kann ja auch verbessert werden. Und das ist ja Ihre Aufgabe. Sie haben alle eine Expertise auch in dem Vergleich von Geschichte. Sie haben eben gezeigt, das kann man diachron, das kann man synchron machen und so weiter. Wir machen ja eigentlich beides auf einmal. Wir machen ja sowohl einen synchronen als auch einen diachronen Vergleich, indem wir in die Inter-War-Period zurückgehen. Tun das aber eben, indem wir unsere Arbeit auch also synchron vergleichend tun. Aber wie gesagt, jeder Experte für eine bestimmte Art von historisch-politischem Vergleich. Und darum nochmal die Frage, die ich eben schon aufgeworfen hatte. Wie sieht denn überhaupt die Möglichkeiten aus? Herr Schäfer hat am Ende, das musste er ja sozusagen am Ende seines Vortrags machen, die Chancen, hat viel mehr Chancen als Gefahren aufgezeigt. Aber vielleicht gibt es ja auch Gefahren, die Sie sehen, oder doch mehr Chancen. Das müssen wir ja dann offen lassen. Also all the members of our scientific board are experts in comparing history, you saw and heard. And therefore now the question is, what are the chances and what are the yes, dangerous in comparing history? Because we are comparing history in a diachrone approach and in a synchrone approach, as he explained. Are you convinced that there are more chances and that our project is well organized to realize these chances? Who will start? I can start because I read the project plan. I think I'm the only one who has done it. Yeah. So I noticed that there was this project objectives, central goals to promote a European historical consciousness as the basis of European identity. I think that's the target we have put for us. And in this step we can not, or stage, it's not possible to anymore to say that no, we won't try. We should try because that's the objective and goal we have made for us. But we can ask if there are some chances to realize this aim you mentioned. You have to try. Yes. Kann das mal jemand übersetzen? Ich habe es akustisch überhaupt nicht verstanden. I didn't, yes. Nochmal die. Was soll ich? Ich habe sie überhaupt akustisch nicht verstanden und im Englischen auch nicht. Ob jemand übersetzen oder zusammenfassen könnte. Ja, es geht da im Grunde darum, ob wir überhaupt jetzt an dieser Stelle unseres Projekts schon etwas dazu sagen. Weil wir sind ja noch nicht am Ende angelangt sozusagen, haben das Ziel noch nicht erreicht. Aber die Frage ist ja, darf ja doch trotzdem gestellt werden, inwieweit denn durch das Konzept, was ja vorliegt, die Möglichkeit gegeben zu sein scheint. Sie können aber auch natürlich die Hindernisse benennen. Herr Butsch. Ja, ich würde jetzt auch dem Herrn Czepe beispringen, dass das nicht nur reinem Opportunismus geschuldet war, dass er gemeint hat, es gibt mehr Chancen als, ich würde auch keine Gefahren nennen, aber das sind gewisse Probleme und Herausforderungen einer vergleichenden Geschichtsarbeit gibt. Aber ich würde mal grundsätzlich, denke, die Frage ist mehr rhetorischer Art. Kann man vergleichende Geschichtsarbeit betreiben? Ja, man kann es. Und ich meine das jetzt nicht nur in methodischer Hinsicht, wo wir etablierte Instrumentarien haben, um vergleichende Geschichte zu betreiben. Aber ich denke auch, es ist praktisch eine absolute Notwendigkeit. Weil wenn man vergleichende Geschichtsarbeit als gemeinsame Arbeit an der Geschichte über kulturelle und sprachliche Grenzen hinweg betrachtet, dann hieß es ja zu sagen, wir können das nicht tun, dass wir uns auch nicht über Geschichte verständigen können, über kulturelle Grenzen hinweg. Was wiederum hieße, wie können wir dann gemeinsam unsere Gegenwart gestalten
oder an einer Zukunft arbeiten. Also ich denke, das zu bejahen ist so, sowohl als aus objektiven, aber auch aus normativen Gründen eigentlich zu bejahen. Umgekehrt heißt es aber auch, es ist keine leichte Arbeit. Und manche der Probleme dieses insgesamt sehr gut aufgestellten Projektes zeigt es auch. Das ist einmal das Finden einer gemeinsamen Sprache. Und das ist auch wieder im wörtlichen Sinne, verstehen wir Englisch, verstehen wir Deutsch, aber auch finden wir eine gemeinsame Sprache, dass man sich auch darauf verständigen kann, verstehen wir dasselbe mit denselben Begriffen. Also um auch wieder den auch öfter genannten Konflikt in der Ukraine gerade aufzugreifen, wenn man natürlich Krieg nicht mehr als solchen bezeichnen kann und Diktatur Demokratie wird in einer Orwellschen Verdrehung, dann wird es schwierig, auch gemeinsame Geschichtsarbeit zu betreiben, weil das praktisch ein Whatever-Reason ist. Aber ich bin tief überzeugt, dass eine solche gemeinsame Arbeit möglich und vor allem auch wichtig ist. Aber Sie haben auch schon die Grenzen aufgezeichnet. Translation. He spoke about that there is no other possibility to come in contact about the own history, and therefore it's necessary to do such a comparison work. But he also spoke about the dangers, and one of the dangers is the language. But language also in a broad sense of the word, not just do we understand French or English or German, but also do we fill our concepts with the same meaning? You know, if in an Orwell way, you know, you claim democracy, dictatorship is democracy and war is not war, but something else, as we see currently, then it's hard to work together because what can you agree on? So that was my main point in terms of the, wouldn't call it dangers, but the challenges of such. Okay. But it's not only a problem of the language, but of the concepts, as you guys already mentioned, because the language is one part of culture and the concepts, one of the other parts. Is there a question? Well, it's not really a question, it was just a statement to say, actually, part of the great thing about this project is we've spent 18 months talking about differences in language and culture, but we know each other much better now after 18 months, and we understand each other much better. And we might not have the same identity, but we understand more about the different identities. And in the end, that's what's important about a project like this. It's not about us all being the same. It's about us understanding each other better. I think it could be the end of our discussion, because actually this is the point, this is the most important aim of such projects. Exchange of different points of view in different languages possible. Not to have the same meaning afterwards, but to have a knowledge about different kinds of meaning, about different sensitivities. This is actually what also we in the European network do, and what everyone who runs such project do. The main aim is not this, are not those books. Okay, this is important, but it's only a way to get the aim. Soll ich das jetzt auf Deutsch sagen? Ja, gerne. Vielleicht auf Polnisch. Also proszę. Der eine oder andere ihm dankt, aber nicht die große. Ich will sagen, das ist etwas Einzigartiges, dass man zwei Sprachen in einer Diskussion benutzt. It's lovely. I like it very much, but ich bin nicht sicher, ob Sie genau dasselbe von mir hören werden in beiden Sprachen. Ich würde mich bemühen, dasselbe ungefähr zu sagen. Ich dachte, ich sagte auf Englisch, dass das genau das, was Sie gesagt hatten, das ist das Wichtigste in solchen Projekten, diesen Austausch zwischen unterschiedlich denkenden Menschen, manchmal in unterschiedlichen Sprachen, das uns an allen Beteiligten zeigt, dass man bestimmte Themen, bestimmte Prozesse ganz unterschiedlich beurteilen kann, sehen kann, empfinden kann, dass man unterschiedliche Sensitivitäten haben kann
und dass man auch sich austauschen kann und soll. Und das ist genau das, was uns bereichert. Und das dann gibt uns die Möglichkeit, irgendwas irgendwie gemeinsam, in, nicht nur in der Europäischen Union, aber auch in der Europäischen Union zu leben und einander zu verstehen. Ungefähr dasselbe habe ich gesagt. Sie haben ergänzt, wir könnten an diesem Punkt die Diskussion abbrechen. Ja, das habe ich, gesagt am Anfang. Das wäre aber niemandem recht. Darum werde ich gleich meine Fragestellung noch mal etwas verändern. Es gibt aber Wortmeldungen. Das war Herr Schäpe, Herr Hietze und ja, ich fand sehr interessant auch, was Sie gerade gesagt haben. Sie haben ja nochmal erinnert an diese Verdrehung von Konzepten, Krieg und Nichtkrieg und sowas. Also ich, bei diesem Trialogprojekt Deutsch, Polnisch, Russisch, das Gute war ja, dass jeder sagen konnte, was er denkt und dass man dann kritisieren durfte. Und das Problem ist, man braucht die Freiheit zur Kritik. Also eine Gefahr ist ganz eindeutig im interkulturellen Miteinander, dass diese Gefahr, dass die Freiheit zur Kritik nicht vorhanden ist, aus welchen Gründen auch immer. Ja? Also diese Gefahr muss man, glaube ich, ganz deutlich machen. Und es gibt noch eine andere Sache, die ich vielleicht nochmal auch an diesem Beispiel, was ich gezeigt habe, Frankfurt-Oder macht antipolnische Propaganda. Ich habe Ihnen auch dieses Buch gezeigt, dieses polnische Buch gezeigt. Jetzt gibt es Deutsche, die mit allergrößter, die sozusagen gerade solche Bilder in polnischen Büchern, in polnischen Medien, es gibt ja auch Postkarten, Plakate, alles mögliche in dieser Art, die sowas suchen, um zu sagen, ja guck mal, in Polen waren die Menschen ja auch böse, nicht nur wir waren böse. Ja, die relativieren wollen etwas, was in unserer Geschichte ist. Und dann solche Dinge suchen und sie für ihre Zwecke missbrauchen, insofern sie es nicht, also ihre eigene Geschichte eben gerade nicht kritisieren wollen. Ja? Also dieser Punkt der Selbstkritik, des Selektiven auch, ja? Also sich einfach ein bestimmtes Bild rauszusuchen und zu sagen, das ist jetzt allgemeingültig und alles, was links und rechts ist, das blende ich alles aus. Ja, das ist immer die Gefahr. Ich glaube aber, dass sozusagen eine Idee, die von vornherein offen ist, in verschiedene Städte zu gucken, in verschiedene Kulturen zu gucken und das ja gerade wissen möchte, ist diese Gefahr tatsächlich minimal. Ja? Aber in einem diktatorischen Kontext, in einem politischen Kontext, der das missbrauchen möchte, haben wir da eine ganz große Gefahr. Ja? Und ich glaube, es ist ja auch in meinem Vortrag klar geworden, was für Schindluder betrieben worden ist in dieser Zwischenkriegszeit, ne? von Frankfurt-Oder aus. Translation. For me, it was very interesting what you said about what is happening now in Russia. And the problem is, it is not possible to criticize certain concepts like what is war, what is democracy, and what is dictatorship. And the point is, it must be we in such discussions, in intercultural discussions, it is very important to have the freedom for criticism. And in this trialogue project, where we had students from Poland, Russia, and Germany, the idea was everybody can say in his language what he is thinking. And the other students can criticize this thinking. And this is a chance, of course. But if you have not the freedom to criticize, this chance is a big danger, is the opposite. And so I think in a project which is open to other cultures, to other cities, we don't have this, we have a big chance and not this problem. But in another context and where a lack of freedom is, we have a big danger, of course, but it is in another, I think it is another, in not in, in the context of this project. So maybe, it's not the end of the discussion, but of course there are problems. And in this case, we are from Frankfurt, you had this anti-Polish propaganda. It was perfectly clear that which dangerous moments there can be at any time. Genau. Damit haben wir zwei Fragen, wo wir unsere Fragestellung eigentlich nochmal mit differenzieren können. Nämlich die eine ist eben die, wo ist diese Offenheit gegeben? Wir können uns nicht nur die Geschichten gegenseitig erzählen, wir müssen uns auch darüber verständigen, wie wir mit Geschichte umgehen. Und der andere Punkt, den bringe ich gleich, weil ich habe gerade vergessen, aber es gab sowieso noch eine Zwischenmeldung von Herrn Hietze und von Herrn Bena. Ich wollte eigentlich ganz anders einsteigen. Herr Czepe, Sie haben es gerade noch mal
mit diesem Beispiel aus mit der antipolnischen Propaganda auf den Punkt gebracht. Und gestatten Sie mir, dass ich jetzt damit anfange und das andere dann nachschiebe. Ich glaube, dass wir in dem Punkt ein wunderbares Beispiel finden, dass wir uns bei aller Verständigung und bei allem Dialog dafür hüten müssen, mit Stereotypen zu arbeiten. Und das ist mir aufgefallen, Entschuldigung, das ist jetzt also keine persönliche Kritik, ja, aber Sie sind sozusagen da in eine Falle gelaufen mit der Datierung dieses Buches, also der antideutschen Propaganda. Das ist 1941 in London und da haben Sie die Karte vom Bund Deutscher Osten gebracht. Das ist natürlich eine Replik auf die antipolnische Kriegshetzenpropaganda der Jahre 37, 38, 39. Aber das, was ansonsten in diesem Buch steht, ist nicht etwa eine Reaktion, die erst 1938, 39, 40, 41 entstanden ist, sondern Sie finden das schon sehr früh im polnischen Westmarkenverein, der in Posen direkt nach dem Übergang zu Polen dort gegründet wurde. Und natürlich war auch Polen mit dieser Grenze nie vollkommen einverstanden. Es gab auch in Polen immer eine Stimmen, die eine Grenzrevision forderten. Sodass also auch die deutsche Reaktion oder Agitation in der Zwischenkriegszeit nie ohne das polnische Pendant zu verstehen ist. Und es gibt das Zweite, es gibt sehr differenzierte hier und da, also genauso wie man so wenig wie man sagen kann, die Polen wollten jetzt bis Lübeck, wollten die Deutschen Polen auslöschen. Es ist viel differenzierter und wir haben gerade bei der Frage der blutenden Grenze, das ist ja ein Begriff, der für die gesamte Ostgrenze des Deutschen Reiches gebraucht wurde, nicht nur hier im Gebiet Frankfurt-Oder, und der eigentlich einer der wenigen Konsenspunkte der Weimarer Politik darstellt. Also die gemeinsame Überzeugung, diese Grenze ist für Deutschland nicht akzeptabel. Das war die Gemeinsamkeit. Und dann fangen auch schon wieder die Unterschiede an, nämlich in der Frage, an welchen Stellen soll diese Grenze revidiert werden? Und geht das auf Kosten ganz Polens oder soll nur der polnische Staat eine andere Außengrenze bekommen? Und da haben wir eine ganz klare Unterscheidung zwischen den Sozialdemokraten auf der einen Seite, dem Zentrum, was da sehr stark in die SPD-Richtung tendiert und den Parteien der Gemäßigten und dann der extremen Rechten. Und was völlig erstaunlich ist, wenn Sie genau reingucken in diese Debatten, dann finden Sie auch bei Rechten, also bei, wie würden heute sagen, nationalistischen deutschen Politikern, ganz unterschiedliche Antworten auf diese Frage, nämlich zum Beispiel die Antwort, nein, wir brauchen Polen. Vielleicht nicht in dieser Grenze, aber wir brauchen Polen, nämlich als Puffer gegenüber dem Bolschewismus, wie man damals sagte, gegen Sowjetrussland. Also es ist nicht so, dass die deutschen politischen Kräfte allesamt diese Grenze in Frage stellten mit dem Ansinnen, Polen auszulöschen. Nein, es gab diese Stimmen, es gab diese Kräfte, sie haben sich auch laut artikuliert. Aber es ist eben in der Interaktion, im Differenzierten, wenn man dann tiefer guckt, etwas komplizierter, sage ich mal so. Und das, was es dieses Projekt auch leisten muss, ist, glaube ich, dass man einfach diesen Mut aufbringt, an dem Beispiel von bestimmten Städten oder Regionen, ja, genau diese Tiefenbohrung zu machen, um zu erkennen, dass Politik immer aus Aktion und Gegenaktion, aus Aktion und Reaktion besteht. Und dass es nie eine Einbahnstraße ist, sondern immer auch damals schon eben eine Interaktion im Hintergrund hat. Und jetzt komme ich zu dem, was ich eigentlich eingangs sagen wollte. Das ist nämlich mein großes Kompliment für Ihre Arbeit. Ich bin ja Leiter der Landeszentrale und Landeszentralen in Deutschland haben eben auch sehr stark
die Förderung der Erinnerungskultur als ihre Aufgabe. Und wir in Nordrhein-Westfalen haben eine sehr breite, vielfältige erinnerungskulturelle Landschaft. Aber wir haben eben eine Landschaft, die in aller Regel nicht vom Internationalen lebt oder davon beeinflusst wird. Und wir haben eine erinnerungskulturelle Landschaft, die sehr stark und fast ausschließlich auf die NS-Zeit bezogen ist. Und Sie mit Ihrer Arbeit bauen sozusagen Doppelbrücken. Nämlich einmal haben Sie die verschiedenen Diktaturen und Menschenrechtsverletzungen über die Epochengrenzen und Sie haben überschreiten auch die nationalen Grenzen. Und dadurch leisten Sie einen unglaublich wertvollen Teil der Verständigungsarbeit. Und ich möchte das dann abschließend mit einem Satz sozusagen deutlich machen. Wir haben die Schwierigkeit, dass wir in den verschiedenen europäischen Nationen und auch Traditionen bestimmte Geschichtsbilder haben, die wir auch in erinnerungskulturell immer wieder aufladen und füllen. Und es ist sehr schwierig, da sozusagen schnell zu Verständigung zu kommen. Aber einen Weg, glaube ich, und den beschreiten Sie, Sie haben es nicht so genannt, aber ich habe das rausgehört, ja, den beschreiten Sie. Und das ist auch der Weg der Verständigung, der meines Erachtens dann zum Erfolg führt. Das ist nämlich die Würde des Menschen und die Unantastbarkeit menschlichen Lebens zu betonen. Und da finden alle diese Erfahrungen zusammen und da finden auch die Erinnerungskulturen zusammen. Und da kann ich Sie nur beglückwünschen zu Ihrer Arbeit und Ihnen da weiterhin viel Erfolg wünschen. So, das war jetzt so kompliziert, dass ich das leider nicht auf Englisch zusammenfassen kann. The reaction, the Polish reaction on the German propaganda in the war period. It was a war period, interwar and war period. You remember this example. And Mr. Hitze said, we have to, but I fear the past is always more complicated than the stories, the history we tell about the past. But he would like that we will research in our project too, as I heard, historically exactly, yes. And of course, we will do this. We want to do this, and it's a challenge, of course, to do so. But in the end, we all tell stories about the past, and the stories depends on the cultural schemes behind the stories. And therefore, this was a question we have to take up in the next round. And you remembered me, what was my second point, but I will not, because it's your floor now. Shortly, three points. At first, I don't think that there is a thing that could be called danger. It is only chance and nothing more. Maybe there's a danger of finding oneself in the desert after comparison, but that's a challenge too, and it's nothing more. Ich glaube nicht, dass es Gefahren in dieser Konstruktion überhaupt gibt. Es gibt nur Chancen. Die größte Gefahr ist, sich vielleicht bei irgendeinem Vergleich zu verrennen und sich in der Wüste wiederzufinden. Aber auch das kann ja dann sehr produktiv sein. Second point. I think the project did a very good job in picking two topics which invite for this approach, invite people to compare what in different European cultures of history is meant by the First World War, what is connotated to the life in the 20s and 30s. This is a very, very rich and very fruitful topic in itself. Ich fand, dass Sie mit den Punkten des Ersten Weltkrieges und der Zwischenkriegszeit ziemlich gehaltvolle Gegenstände herausgegriffen haben, an denen sich sehr, sehr schnell unterschiedliche Positionen aus den einzelnen nationalen Narrativen von selbst ergeben, die einander zum Teil befruchten können, die einander widersprechen oder die, wir haben es gerade erlebt, den Dialog befördern.
Das ist in dem Projekt, glaube ich, sehr, sehr klug angelegt. Another challenge I would like to stress, it seems to me that there is in the national history culture a great difference as far as the presence of medieval and ancient history in modern history is concerned. If we look upon the examples that Putin quoted, that Medvedev quoted in his last speech, it is crammed full of ancient and medieval history. Those are quotations. Some people won't understand if they do not know medieval Russian and Polish history. And this seems to me a very important challenge, but a good one, because it leads us still some steps back in history, which might be the prospects of widening this concept of the project. Das Dritte, was ich sagen wollte, ist die in den nationalen Geschichtserzählungen höchst unterschiedlich starke Präsenz der mittelalterlichen und der frühneuzeitlichen und der alten Geschichte. Wenn wir uns anschauen, was Putin erzählt hat, warum die Ukraine kein Staat sein kann, zitiert er mit schlanker Hand ganz vieles aus der mittelalterlichen Geschichte heraus. Medvedev hat das Ganze ja noch in enormem Maße getoppt, indem man die Geschichte der Teilungen Polens in höchst tendenziöser Weise dargestellt hat. Das ist für einen russischen und einen polnischen Hörer völlig sofort verständlich. Für uns ist es das vielfach nicht. Und ich glaube, dass darin noch eine weitere hochinteressante, spannungsvolle Herausforderung des Projektes besteht, indem man noch ein Stück weiter zurückgeht von diesen beiden genialen Ansatzpunkten, die Sie gewählt haben, ausgeht. Danke. Ja. Also ich glaube gerade, der letzte Punkt ist auch ein wichtiger Punkt. Nicht nur, weil ich gerade gestern einen Vortrag darüber hörte, da ging es um syrische Flüchtlinge, die befragt worden sind und für die alte Geschichte, in dem Fall natürlich die Antike, auch viel wichtiger ist als die Zeitgeschichte, die da herausgearbeitet wurde. Das gehört ja zu diesen unterschiedlichen Konzepten, mit denen wir auf Geschichte zugreifen. Ich würde immer mal so gerne über die große deutsche Kaiserzeit im Mittelalter schreiben, aber das brauche ich nicht versuchen. Ja, da liegen bestimmte Regeln dazwischen. Das darf man nicht betonen, Weltherrschaftspläne unter Heinrich im Sechsten oder sowas. Das käme, glaube ich, nicht gut an. Ja, das heißt, wir gehen anders mit unserer Geschichte um, aufgrund unserer historischen Erfahrung. Das gilt aber nicht für alle Projektteilnehmer. The third point he mentioned was, I think is very important because this is some different in the concepts we deal with history emphasize the ancient or the medieval history or the Zeitgeschichte, contemporary history. Yes. Und vielleicht liegt darin eben auch, ich darf jetzt nicht mehr Gefahr sagen, sondern sind das sind noch Herausforderungen, aber möglicherweise gibt es ja doch Gefahren, dass man, um Verständigung zu erreichen in so einem Vergleich, wie wir den betreiben, solche Dinge, ich fand das ein super Beispiel mit diesen polnischen Soldaten und der eigentlich ja richtig dargestellten Emblem auf dem Helm. Und könnte nicht die Gefahr bestehen, wir machen da einfach noch so eine Krone drauf, um damit Ruhe im Karton ist. Das würde aber nicht funktionieren, weil natürlich die andere Seite das nicht möchte. Also das ist nämlich der Punkt, den Herr Hitze eigentlich angesprochen hat. Wir müssen natürlich schon bei den Leisten des Historikers sozusagen bleiben und die historische Methode betreiben. I think one of the challenges of comparing history was a good example Mr. Czerpich showed by this Polish soldier on the monument with an eagle without a crown. And perhaps there is, it's dangerous, that we will make the history more similar by modifying the sources. Being selective. I don't think you modify the sources. I think you're selective about what sources you use and how you tell those stories. But I meant what I said.
if it's not so dangerous, that we will modify sources. I know that we cannot modify them, but we can modify some monuments, for example, in the historical culture. Yeah. Yes, and we can speak about the monuments, because you know there is a memorial culture is one of the points we will stretch in our project. Maybe that is so dangerous to have a better feeling, modified sources or monuments or whatever, the history. Besteht die Gefahr oder besteht diese Gefahr nicht? Das ist die Frage, die eigentlich an diejenigen zu richten, die die Arbeit nicht leisten, oder? Genau. Sind wir nicht manchmal, stehen wir nicht in der Gefahr, etwas zu vereinheitlichen, weil das ja immer so kompliziert wird, wenn man die, das ist ja noch viel komplizierter, als Sie eben gesagt haben, denn da spielt ja die Überlieferung nochmal, in der Zeitgeschichte vielleicht nicht ganz so viel, aber die spielt natürlich eine Rolle. Ja gut, Tannenbergen, alles kommt auch wieder als Motiv. Ja, das ist. Ja, aber das spielt sicherlich in der polnischen Geschichte, ist Tannenberg heute noch ein wesentlicherer Erinnerungsort als in der deutschen. Na klar. Ist nicht ganz vergessen im Deutschen, aber man muss nur mal in die Erinnerungsbücher reingucken, die dazu existieren. Der Punkt, glaube ich, ja. Ja, ich denke, in der Tat droht natürlich eine solche Gefahr, wenn man die Arbeit an der Geschichte in vergleichender Perspektive vor allem darin, also so versteht, als das Ziel die Etablierung eines gemeinsamen, eines desselben Narrativs ist. Also wenn es eher um das Überstülpen eines Metanarrativs über alle, weil dann ist die Gefahr groß, dass das zumindest bei manchen nicht gut ankommt, um das mal so salopp zu formulieren, oder sogar als Affront wahrgenommen wird. Aber ich denke, dass gerade dieses Projekt auch zeigt, wie man es anders angehen kann. Man beginnt eher mal einfach eine Plattform zu schaffen, wo Austausch ermöglicht wird. Wo man, und selbst wenn man sich einfach nur mal erzählt, wie man die gleiche Periode aus verschiedenen Perspektiven sieht. Und ich denke, da liegt auch gewissermaßen ein Potenzial für den europäischen Bereich, nämlich europäische Förderung, die solchen Austausch ermöglicht. Also ich denke, wenn man von europäischer Erinnerungspolitik spricht, dann sollte das nicht sein, wir denken, wir sehen die Geschichte alle in derselben Art und Weise, sondern vielmehr zu erlauben, wir bringen Menschen zusammen, die vielleicht ganz unterschiedliche Blickwinkel auf die Geschichte repräsentieren, aber sie können sich austauschen in einem Format, das auch eingebettet ist in einem demokratischen Rahmen. So maybe in short, in English, I think the risk Mr. Hasberg outlined is existing if you misunderstand common work on history as trying to define the same standards to create like one meta narrative everyone needs to share in a group, because then of course there is a risk that, you know, some might feel left out or being, you know, even kind of, this is totally opposed to what I think and what, how I see history. But I think this very project has demonstrated how you can do it otherwise, namely simply creating first a platform for exchange. You bring together people who are simply meeting as people, but also who are exchanging their views on their respective views on history. And they might not have so much common at the beginning, but by getting to know each other, you know, you build something like a common approach towards history, but not trying to establish like one history for everyone. I'd like to continue from that, because isn't history always a selected story? We can't include everything. Mm. The question is about, do we know what we include and what we exclude, and why do we do that? Yeah. And can I make one comment? And I'm going to be very controversial here, but we have one danger here that I do see. And we say it in English as pale, male, and stale. Mm-hmm. We are living in a world where borders are very fluid, where demographics are changing very, very rapidly. And we are in danger, I think, that we've got to reflect those histories and those things as well. And I don't know how we do it, but I think that
that we need to be mindful of that. You know, I think the Olu's example of the Tatars who were Islamic was a wonderful example, because it showed us that actually our cities, even at this time, were not as homogenous as we think of them as being. And it's really, really important that we recognize that and that we extend it out to include those people who sit on the margins. Mm. And it's not just the obvious people who sit on the margins, it's the people who are not obvious. You know, and it's also about, as you were saying yesterday, about women. It's about all of those things, and we have to make sure that we are as inclusive as we possibly can be from that perspective. Also wir müssen die Konzepte mitbedenken, die hinter diesen Aussagen stehen, auch wenn wir Begriffe gebrauchen, wie jetzt Minorität oder so weiter, die in den Zeiten, die wir behandeln, natürlich auch unterschiedliche Ausprägungen gehabt haben. Das ist, glaube ich, klar, wir müssen, und das war ja die Ausgangsfrage jetzt gerade in dieser Runde, wir müssen uns auch darüber austauschen, wie wir mit Geschichte umgehen, welche Konzepte wir benutzen, um Geschichte zu organisieren. We need concepts for telling stories about the past, and we have to take it in mind, you said, to do so. And I think you said the same. Some of these patterns are depends on cultural aspects. Also Sie wollen ja keine Quellen fälschen, habe ich gerade gemerkt, und auch keine Monumente fälschen. Da sind wir ja, glaube ich, dann schon mal auf der sicheren Ebene. Bevor ich jetzt wieder zur zweiten Frage komme, ist aber Herr Schäfer nochmal dran. Ja, vielleicht nochmal, um diese Kerbe doch zu schlagen. Also was Professor Benneke sagte, wenn wir bestimmte Texte lesen, die jetzt aus Russland kommen, dann ist es tatsächlich so, ja, dass wir einfach über ukrainische, polnische Geschichte vielleicht gar nicht genug wissen, um die ganzen Anspielungen, die es dort gibt. Ja, Putins Reden kann man ja sich angucken, dass man da vielleicht gar nicht alles versteht oder dass wir es anders verstehen, sage ich mal, als es, wenn es russische Adressaten sind, Sie wahrscheinlich oder also wie Sie es verstehen sollen. Ja, und dass wir bestimmte historische Anspielungen einfach uns erst erarbeiten müssen. Und genau das Gleiche kann ja auch passieren, wenn wir jetzt hier verschiedene Städte haben, die zusammen über Geschichte nachdenken, in einer Zeit, in der es ja diese nationalistischen Narrative gibt, von denen wir nicht immer genau wissen, erstmal, ob wir sie wirklich durchschauen, ob sie wirklich tot sind. Ja? Sagen wir mal, da liegt vielleicht schon doch eine Hürde oder könnte eine Hürde sein, dass man sich klar wird darüber, dass man vergiftete Quellen zum Beispiel benutzt und es auch erkennen muss, dass es so ist. Ja, und also im interkulturellen Vergleich ist es ja gerade häufig erst so, dass man merkt, dass wir diese Denkstrukturen bereits haben und dass die ja eigentlich vergiftet sind. Ja, also das mit diesem polnischen Adler, das haben wir ja erstmal gar nicht gesehen. Ja, und wir haben es plötzlich gelernt, welche Bedeutung das hat. Wenn wir jetzt hier dieses Projekt, wenn das Projekt jetzt auf eine russische Stadt ausgeweitet werden würde, ja, Sie haben es ja auch gesagt, dann könnte es ja passieren, dass man jetzt einen Historiker hier bekommt, der uns Dinge erzählt, die sind nicht anschlussfähig an unsere Art von Diskussion. Aber zwischen dem Extremfall ein russischer nationalistischer Historiker, sage ich mal, und all dem, was wir jetzt hier im europäischen Bereich haben, gibt es ja Graustufen. Und möglicherweise erkennen wir es nicht, ja, dass es diese Graustufen gibt. Und auch gegeben hat, weil wir bewegen uns eben auf dieser Diakonenebene und das macht dann doch die Schwierigkeit auf. Aber nur indem wir uns austauschen und nur indem wir so ein Projekt machen, können wir es überhaupt erkennen. Anders geht es ja gar nicht. Ja, das ist ja gerade, das ist das ja auch, was Kulturwissenschaften möchte, dass man eben gerade diese unterschiedlichen Denkstrukturen auch an sich selber erstmal erkennt. Wie das Sinngewebe einer Gesellschaft genau. Muss man auch wissen, mit welcher Wolle da gestrickt wird. Mhm. Also was die Geschichten zum Beispiel sind, die Kultur ja auch ein Stück weit legitimieren, auf jeden Fall. Ja, genau. Das ist das, was die kulturwissenschaftlich so im Schwange ist. Wir müssen auch, glaube ich, langsam zum Ende kommen. Darum die kniffligste aller Fragen am Ende. Die Politik ist ja jetzt schon gerade gegangen. Ich hätte die 2 Minuten gerne noch einen da gehabt, denn es war ja die Forderung eben, wir müssen so etwas wie so... Ist die Politik da?
Ist aber auch nur der Anklang daran, wir müssen ja dieses Netz von Erinnerungskultur bilden. Und das, der Jape hat darauf hingewiesen, braucht ganz viel Offenheit. Wir haben auch die Schwierigkeiten hingewiesen, die mit Sprache gegeben sind und. Wir haben gerade die Konzepte angesprochen, die dahinter stehen. Es sind ja durchaus unterschiedliche kulturelle Denkgewohnheiten auch in den Ländern, die hier mit an Bord sind. Das setzt eigentlich immer voraus, dass man auch so, dass man an der Aufklärung orientiert bleibt, also wirklich über den Diskurs meint, Verständigung erzielen zu können und dass dafür auch die politischen Freiräume gegeben sind. Ich hoffe, das ist in unserem Projekt gegeben, weil die Projektpartner alle aus solchen Kulturen heraus stammen. Aber das wäre doch noch eine der wichtigen Probleme, die sich ja gerade jetzt angedeutet haben. Wie kommen wir überhaupt mit Vertretern, wie jetzt auch Herr Putin, ins Gespräch, die Geschichten erzählen, mit denen wir überhaupt nichts anfangen können? Weil wir sie zum einen nicht kennen oder weil sie zum anderen die Standards unterlaufen, wie wir eigentlich Geschichte konstruieren. Dann haben wir Schwierigkeiten, wirklich zur Verständigung zu kommen. Ich darf ja immer nicht dangerous sagen. There is a new challenge, I think, because in the end, to provide some project as our project, we need the openness, the freedom, we need the political circumstances to speak freely about our different histories, and we have, or it depends on a special approach of the Enlightenment. Yes, because we are hopeful that our discussion can be fruitful, because there is a possibility of understanding. But sometimes, maybe the cultural differences are as big that there is no possibility to gibt's nicht. Aber das ist auch die letzte Runde, die wir jetzt damit einläuten. Sie können direkt widersprechen. Nein, mache ich nicht. Aber also ich halte das, also ich finde, das ist interessant, also gerade Ihr letzter Punkt, darüber nachzudenken. Ja, aber also meine Hoffnung ist eigentlich, dass es nicht so ist, sondern dass es immer, also auch mit dem russischen, erstmal habe ich durchweg eigentlich positive Erfahrungen mit russischen Historikern gemacht, die kennen auch ihr Handwerkszeug, ist auch völlig klar. Deren Problem ist nicht, dass sie sozusagen Geschichte fälschen wollen und nicht wissen, wie man Geschichte schreibt, sondern deren Problem ist, dass sie die Freiheit nicht haben, ja, und also, und das wäre jetzt, wenn ein Historiker herkäme, wäre nicht das Problem, dass er mit uns nicht weiß, wie er zu reden hat, sondern dass er Angst hat, ja, dass diese Gefahr, also dass das klar ist, ja, aber und insofern, wenn es den sicheren Raum gibt, ja, und wenn sozusagen wir diese Spielregeln einhalten können, nach denen wir alle spielen, dann gibt es diese Gefahr nicht, von der Sie sprechen. Aber vereinnahmen Sie. Okay. This is, I'm sorry. And it's hard to translate this. But I said, in my experience, for instance, this historian from Russia, he works like a historian like we do. And there's no big difference. He knows how to write history. The problem is that he's not free to write what he wants. And maybe he might be not free in his thinking, because he already know thinking free could be dangerous. The substance. The substance, right. And if we would have contact to a Russian city with a Russian historian, he might be afraid to discuss freely with us. So this, but without this, there is no danger. There could be no danger to come in contact with a foreign historian. And for us, the chance would be otherwise to listen what the narratives are like in a dictatorship, and to think about this, even if we cannot convince the Russian historian from our opinion. Yeah, but I think I hope. Yes. It is always a chance. It's a hope. I think this is not so easy. Yeah, yeah.
there are not only good people in this world, and there are not only good thinking historians in this world. So it is not so easy that we should and can discuss with everyone who is a professor of history or from different countries. But this is not what I talked about. But I think there is also a different tradition of thinking of historical thinking and methodology. But reading, the same. Reading sources from different origin, this is the same. So this is theoretically, this is all the same everywhere, I would say. I'm not as sure as you. No. Okay. I think it was the same what you said. Yes. Möchte da noch jemand Stellung zu nehmen? Eigentlich haben wir 21:15, aber ich drohe Ihnen nicht, Ihnen das Wort ab. Da sind der Publikum. Ja, das ist noch besser. Gäste. As someone who went to school in London formally, I would really appreciate if we had sources in our history classes that would not only discuss German politics. It is a very German thought, but it had never occurred to me that I could read a Polish book about socialist nationalist propaganda. I mean, I could have known it, I should have known it, but that's nothing we are told. We are only told German history. And I mean, as a German person, of course, I know more about German history, and as someone who was born and lived in Potsdam, I know about Prussian history. But I don't know about anything else in Europe. I would highly appreciate it if there was a possibility for our German Brandenburg schools to teach others as well, to teach other histories as well, so that I can understand what Polish people, what Russian people, Ukrainian people, people from, I don't know, Taiwan, people from the US are talking about. But no one teaches us this. And sadly, people representing Brandenburg and Potsdam have already left. It's discouraging to go to university and hear everything that I should have known, but I didn't know. So I do support that we should basically get more about history in our schools. I come from a school where we didn't take anything apparently, but I have criticized that. And I would appreciate if school were taken more serious, if youth were taken more serious, and if politics in other countries were taken more serious. I don't want to even say it's kind of crisis that we only teach German history, but it is definitely frustrating to not know anything else. I think it's a very important point, and it's a part of culture. School is a part of culture, and of course, in German schools, we're not taught that. I'm sorry. Yes, and we do not learn something about, or not much about, ancient history and medieval history, because the last two stages in the normal schools deal with contemporary history, yes, and of course with German contemporary history, not with this other kinds of history. Yeah, maybe I can just add, if it's any consolation, in England, I'm British, it's the same, and I think that's what this project is all about. That's what I understand as leader for Bracknell in the project. And that is, in school, whether you're in Bracknell or Vilna-Dask or Potsdam or any other town in Europe, each town is always driven by its national curriculum, which is driven by the national government. I think that's true for all the countries that the towns are in, that we are, working for. And the point being that we are all taught our own history or story or perception of the past. And that's what this is all about, because it's giving us the opportunity on this platform that we've just been talking about, with the freedom that you've been talking about, to actually speak from our hearts, to actually say what we feel, like you are, and to actually look at the history books and any other all sources that we now have available to us, and try and actually
deconstruct and then reconstruct, if you like, or put together some understanding of our particular history, but we share it, we talk about it, and so criticize. We don't necessarily rewrite history. No, we don't need to. It's just about understanding one another's perception, I think one of you said about putting together, understanding a common approach to European history. You know, we're not in the EU, but that doesn't mean that we're not European. Well, our geography dictates that we're not Europe. We're European. But the important thing, I think, is that we, with a view to moving forward, is that we learn more about one another. We learn more about one another's history, one another's culture, one another's language, and we, in order to work together and positively and constructively move forward and not recreate the past or even the present or even the future, but at least to understand and work together and live together and tolerate together, tolerate one another so that we can live in peace. Okay, this is more a statement. But it's an argument that we have to give consideration to different situations of schools in the national states. And you know, there is a national curriculum in England, not in Germany. And the teachers are free to tell stories about the past in one book too, but they do not do because the school books are unified. But they are die Dame in grün. Apart from the fact that one of the most common phrases I heard from my history teacher was, he can't teach us anything else than why World War wanted to break out because of the curriculum. Where things turn more general now, it's not necessarily a German or European problem that we don't learn enough about other cultures. Apart from Eurocentrism and everything, it is, I have an Indian friend, and when we met, like after 3 or 4 weeks, he told me, yeah, you are a lot like Hitler, aren't you? Pardon? Yeah, he was a really straightforward person, knew how to tell people what to do. And I had to like lecture him, I don't know how long I did it, for half an hour probably, that what Hitler was actually for, what kind of person he was, what he did, and that he can never ever compare anyone to this person, and it's just because he was not taught that. Like, I was so much in shock. I was all the time, I can't believe you are accurate if you actually said this. And that just, I find it a pretty good example that the not learning about others is kind of not a problem of Europe, but more a problem of humanity and order in general. I think that we can't tell the history. We all tell the stories. Every one of us, because every one of us has his own perspectivity, his own stereotypes. And it's impossible, like a person who has feelings and attitude, to run out of it. And so, because it's very important to show that many other perspectives. It's not good when we learn only Russian or German or Ukrainian history. No, but okay, when we learn it, please, as a material, what Germans think about Russians, Ukrainians think about Russians, and the opposite position. So I think we should understand that all tell stories, but I think when we compare all the stories, maybe we can find the history. What kind of history can find? The true history.
the true. I feel we never will find the true history, but we have to try to find the past, the reality of the past. Perhaps it's not so easy, but we will not tell the true by history. It's very difficult. First the young lady, and then the old man. We can make great use of all the resources that we have in the book, right? We can make use of the resources we have. We should, of course, always think twice about where we got ourselves from, who wrote it, why it was it, when was it written. All of the things that historians, I just assume, do consider, that thus them being historians. And I think that this can be taught in school as well. Of course, I have heard a lot of stories about Germany, German history from my parents, from my grandparents, as I consider it normal, I guess, but a more general history, why history should be taught in schools. And I believe, and I'm very much criticizing this, it's very lazy to say we don't have time for this, because we do. I spent, I don't know, 90 plus 45 minutes each week just for history. I would really like to go out of school and know things. I want, if I decide for myself, I want to do, I don't know, Abitur, I really want to get to know scientific methods. I want to get scientific standards, and not that I have to read everything myself, but I want to actually get some knowledge. And I don't, I'm sorry, I really, this is a topic that gets to me. And I think what I'm trying to say is, if we have the resources to listen to each other, which we do, there is translations, there's the internet, we have resources to learn languages, and I agree. In Brandenburg, students should get the option to learn Polish as well as Russian. And not only the language, but the social context and everything. And I think now is a really good time, as it always has been, to get that exchange, to youth and provide as schools should do. And so I also think we should consider historians of other countries, of other, I don't know, time periods. It's not only history, it's not only the last 2,000 years, and it's not only in Europe. So I'm sorry, I'm upset. Yeah, of course. But I think most of us I totally agree with you. And it's a lack of school, and therefore it's a part of culture. Yeah, and but the culture of history in schools is differs from country to country. It's in England. Of course, I totally understand that we cannot teach everything. That's crystal clear. Yeah. But we should at least try to scratch the top of the iceberg. But I think most of us will agree. I would like to react on that what you said. Half of my reaction you said already in your second speech, but I think the most important thing which you can have from the school, you should have from the school, is to get the tools to look for the knowledge, because of course this is not possible to be taught on everything what you can be interested in, but the tools how to look for the knowledge, and to the tools how to differ the knowledge based on a real and good Forschung research. Thank you. From the disinformation using history, and this is, I think, very important thing now in our days, because more and more we are confronted with the somehow very high quality disinformation based on a different kinds of truth and not truth together. So maybe short information that on one of our internet pages you can find some short films about how to use different sources in the internet, being aware that they can disinform you also. Okay, I think we have to finish at this point, but I'm very lucky for your arguments, and because there is best arguments for our project.
to get some knowledge and the tools, the tasks to deal with history or the past. We have to differentiate between past and history. We learned you can learn here. I know, but. No, bring this to schools. And maybe, I don't know. I'm trying since more than 30 years, I can say to you. Herr Gebli. Very hard job. Nobody hears it. Okay, also ich denke, wir sind an so einem Schluss angekommen. Wir haben jetzt eine halbe Stunde überzogen, aber ich hoffe, Sie sind mit mir einer Meinung. Es war ja spannend, oder? Es war ja spannend, auch wenn wir zu keinem wirklichen Ende gekommen sind. Aber da steht ja auch noch aus, wenn wir in eineinhalb Jahren zu einem Ende gekommen sind, ist das ja gut. Wir werden bis dahin die Lehrpläne nicht mehr überarbeitet haben, obwohl die viel mehr Freiraum geben. Die Brandenburg sind mal ganz, ganz modern unterwegs, sind aber wieder zurückgefahren worden. Nur die Lehrer müssen auch damit umgehen. Das ist eine Frage der Kultur. Es muss Lehrer geben. Ne? Es muss jemand geben, der die ganzen Dinge auch studiert. Also ich glaube, man kann das in unserem Projekt dann aber auch gut nachholen. Und dafür ist Erasmus Plus hier auch da. Denn da kann man nochmal lernen, wie man als junger Erwachsener auch nach der Schule noch mit Geschichte umgeht. Ich danke aber auch den alten Erwachsenen, die auf dem Podium gesessen haben, für ihre Expertise. Und ich denke, das sind eigentlich spannende Diskussionen, die wir führen müssen. Vor allen Dingen eben auch, um uns der eigenen Möglichkeiten gewahr zu werden. Und ich befürchte, dass ich eher mehr Grenzen sehe als die meisten auf dem Podium, die so hoffnungsvoll sind, auch weil man ja viel Kontakt mit auswärtigen Kollegen hat, wo es nicht immer so ganz einfach ist, mit denen übereinzukommen. Genießen Sie den verbleibenden Abend, auch wenn er nicht mehr so lang ist. Und wir sehen uns dann morgen in aller Frische wieder. Aller Frühe.